Mark muss fallen. Herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir bereiten uns auf den DLC vor. Wir müssen, um den DLC spielen zu können, Mauk legen. Mauk steht genau vor unserer Nase. Wir haben das letzte Mal ja schon so ein bisschen versucht, ihn kennenzulernen. Stellt sich raus, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Aber heute bin ich zu 100% fokussiert. Ich kann mir vorstellen, dass Mauk heute im Laufe der nächsten 28 Stunden fallen wird. Ja, fand ich total daneben schon wieder. Da habe ich auch keinen Fan von dieser Attacke. Keine Zeit, ihm eins überzubraten. Ah, ich habe die Flasche nicht getrunken. Warte, wie war das noch? So. Uiuiui. Knappe Nummer. Das finde ich jetzt nicht so nett. Au, Alter, Regen eingegeben. So, die Flammen, wenn sie sich mal entfernen könnten. Nice, danke. Au, 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 au. Zu früh weggerollt. Au, das könnte jetzt schmerzhaft werden. Sehr dumm. Autsch. Au, au, au. Au, 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 au. Au, ey, okay. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Mir einfach nicht mehr weg, ne? Der ist echt frech gerade zu mir. Autsch! No, 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 no! Ey, 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 ey! Bap, 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 bap. Au! Fuck off! Na gut. Beleidigt. Na gut. Egal. Der gibt es dir. Ach, das ist. Direkt wieder reinkommen. Einfach jetzt. Gar nicht lang nachdenken. Wie beim Autounfall in der Formel 1, wenn wir direkt wieder rein starten. Ins Auto. Immer noch mein Timing komplett off.
einfach. Hier brennt einfach mal alles. Ja, okay. Das ist immer so, wenn man einmal knapp davor ist und dann... Das psychologische Momentum. Ah, warte mal, den müssen wir auch nochmal nehmen hier. So. Okay. Aber ich bin ganz optimistisch. Früher oder später wird er fallen. Der macht ja auch ein bisschen Spaß, der Kampf. Das finde ich ein bisschen albern, dass er hier so einen 360-Angriff macht. Boah, man hat da keine Zeit für einen Angriff. Das finde ich ein bisschen nervig an dieser Combo tatsächlich. Okay, das war's schon. Man muss sich da wirklich seine Momente suchen. Das ist... Es gibt einige Attacken, da lässt er einen einfach nicht ran. Da darf man nicht, da muss man ausweichen. Das mag ich ja überhaupt nicht, ne? Achso, warte, die habe ich schon vergessen. So, komm mal her hier, Moog. Oh, exakt reingerollt. Oh, ich hänge fest. Oh, mega cool. Oh, dumm. Das war ja so dumm. Ich habe original meine eigenen... vergessen, mich zu heilen. Einfach nicht auf meinen eigenen Lebensbalken geachtet. Wie so ein Verrückter. Naja, wir haben jetzt Zeit, ne? Wäre auch Quatsch, wenn die Folge jetzt nach 5 Minuten endet. Was mache ich den Rest der Zeit? Wir sind ja eigentlich durch. So lange, ne? Da meine ich, ne? Das ist genau der Schlag, den ich nicht machen darf.
Tja. Du musst dich weniger treffen lassen, damit du nicht so viel trinken musst. Ja, absolut. Das ist ein guter Hinweis. Den hättest du mir mal früher geben sollen. Also nicht so oft treffen lassen, dann muss ich mich nicht so oft heilen. Das ist eine gute Idee. Okay, alles klar. So, so, so. Dann sind wir wieder da. Guter alter Freund. Man baut ja auch so eine Beziehung auf, ne? So eine Art Stockholm-Syndrom auch mit so Leuten hier. Das hier zum Beispiel ist einfach ein Rundumschlag, den er macht. Zu früh. Weg aus der Soße. Ja, das ist genau der. Ja, doch, den kann ich nehmen. Sehr gut. Und den auch. Okay, der geht nämlich. Das ist jetzt eine Vierer-Kombo, was albern ist. Die vierte kann man nicht ausweichen. Okay, die Reichweite ist komplett albern. Soll er sich mal ein bisschen austoben hier. Okay, das war einfach mega dumm. Der hört einfach nicht mehr auf, ne? Wisst ihr was? Es gibt doch bestimmt so... Das ist ja Feuer, ne? Vielleicht sollte ich mir mal irgendwas anlegen, was ein bisschen gegen Feuer resistent ist. Shiroyasha! Game Dev. Ich kann Buddy mal fragen. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Warte, ich guck mal eben, ob ich irgendwas hab, was mir Feuerresistenz gibt. Ist das überhaupt Feuer oder ist das irgendwas anderes? Da, das hier. Trockenleber. Wie viel habe ich denn davon? 5. Die kann man nochmal, pass auf, die Trockenleber packe ich mir mal jetzt hier rein. Die wäre in der zweiten Phase, glaube ich, ganz gut. Also muss ich nur überlegen, wie wechsle ich nochmal die... So wechsle ich da durch, okay, genau. Soll ich dir als Sam helfen? Nein, Donny! Nie im Leben! Sam kann ich ja auch mein Ghost. Nee. Ich bin voll Anti-Summon. Aber das ist nett, dass du mich fragst. Nee, um Gottes Willen. Ich bin überhaupt kein Summon-Fan. Dann fühlt sich an wie Versagen. Summon fühlt sich nicht richtig an. Okay.
der dritte, ne? Es ist einfach, er lässt mich nicht vernünftig schlagen. Ey, wieso hab ich keine... Ey, ich hab mich doch geheilt! Ey, ich hab die fucking Leber gefressen! Nein! Das ist genau die Kacke, deswegen habe ich die Steuerung umgestellt! Jetzt habe ich die Leber gefressen, das wollte ich nicht! Jetzt habe ich zwei Lebern gefressen oder so. Mann! Oh, das ist so typisch. Ich reg mich auf. So. Den Schock muss ich verdauen. Ja, 360 Grad Keulenhieb. Und einfach überhaupt. Okay, das ist wieder komplett albern, was ich hier mache. Die Reichweite ist einfach lächerlich. 200 Meter Reichweite mit seinem Dreizack. So, jetzt geht's richtig los. Das war vorher nur Geplänkel, okay? Komm aus der Wolke da raus, Boy. Auch da wieder eine Sekunde zu früh. Wie lange hält die Leber auf? Wie lange hält die denn? Jetzt bin ich schon wieder auf der Leber! Mann! Ah! Ich nehme das sofort wieder raus. Das liegt an der Steuerung. Ich habe das nämlich umgestellt. Und ich komme da immer gegen. Der soll sich nicht so krass gegenheilen. Warum? Das ist ja eigentlich scheißegal, ob ich dem irgendwas tue oder nicht. Ist wieder passiert! Ah! Okay, ich werde diesen Kampf deswegen jetzt verlieren. Wegen dieser Scheiße. Zum Kotzen. Das ist einfach nur lächerlich. Okay, es ist so. Okay, ich nehme. Das ist ja lächerlich. Ich komme. Oh. Ich hatte schon einen Grund, weshalb ich das umgestellt habe. Das Ding ist, ich habe das Umschalten ist jetzt hier auf diesem Stick, ne? Auf dem linken Stick. Und dadurch, dass ich natürlich beim Kampf jetzt nicht die absolute Lockerheit habe, sondern eine gewisse Körperspannung. Drücke ich den natürlich manchmal aus Versehen rein und dann wechsle ich ständig. Also das ist auf jeden Fall keine Option mehr. Das muss sofort raus. Da darf nichts mehr, darf in diesen Slot außer die Heilung. Der Rest ist mir jetzt egal. So, ich mach den jetzt platt. Der ist ja auch nicht so krass. Wir machen ihn jetzt platt. Hallo. Zu früh. Ja, natürlich 100 Meter Reichweite, ist ja klar. Mache ich bei Elden, also bei nie bei Bossgegnern, dass die der Schlag sich eintrackt, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dass der quasi schon im Schwung ist. Wenn ein Gegner im Schwung ist und man rollt weg und er kann quasi im Schwung die Richtung noch ändern, was ja physikalisch völlig unmöglich ist. Das hasse ich an so Bosskämpfen, weil das so ein billiger Weg ist, sicherzustellen, dass der Boss halt schwieriger ist und er einen trotzdem trifft. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ist keine Ausrede. Ist nur eine Beschreibung als jemand, der so sehr gut ist in Souls-Spielen.
Ihr seid ja auch hier, um ein paar Experten-Facts zu bekommen. Und den dritten, den meinen, kann man nicht mehr ausweichen. Autsch. Nein. Das ist ja völlig lächerlich. Ich glaube, man muss am Anfang einfach ein bisschen weglaufen. Oder sich ein bisschen austoben, das ist mir auch egal. Zeit. Klar, explodierst du noch. Dip. Wie lange plane ich zu streamen, Nikola? Ja. Also auf jeden Fall bis 15 Uhr easy. Und dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich entweder, ich mache das Kroatien-Albanien-Spiel nebenbei an. Oder ich höre dann auf. Mal schauen. Erstmal muss ich den Lümmel jetzt. Ach, die grüne Neune. Den muss ich erstmal platt machen jetzt. Ja, darf ich. Natürlich. Ja, natürlich darf ich nicht. Ja. Ja, und. Ja, natürlich. Wann kommt wieder Fallout 4, fragt Maxi Meier. Ey, Maxi Meier, es gibt schon eine neue Fallout-Folge. Ich weiß gar nicht, ob sie schon öffentlich ist, aber ich glaube ja. Und zwar habe ich einen zweiten Kanal gemacht. Der zweite Kanal heißt, Projektname ist Nils Extended. Nikola postet gerade einen Link in den Chat, lol. Und da ist schon eine neue Fallout-Folge drauf. Diesen Kanal habe ich gemacht, genau für Spiele wie Fallout, die lang sind und wo es viele Folgen gibt und die aber für den Hauptkanal eher unattraktiv sind, weil nur noch irgendwann Special Interest. Und ich kann nicht spielen und reden gleichzeitig, ne? Genau. Und da ist eine neue Folge Fallout und da kommt auch weiterhin Fallout. Das war genau so ein Ding, was ich meine, dass der sich bis zum Schluss wirklich offen lässt, wo er hinschlagen will. Wobei das jetzt gerade nicht so deutlich war, es gab schon andere Momente. Okay. Da
So, jetzt müssen wir uns mal anstrengen, das war nichts bislang. Zu früh. Zu früh. Das ist einfach komplett kopflos gerade. Wahrscheinlich gegessen, ja, ne? Ne, hab ich nicht. Oh, gut, dass ich nur mal das gemerkt habe. Schon sein Dingsbums. Ein Gigi. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt hier, dass ich so gegenschlage oder bis ich eh durchheile. Leider keine Heldspunkte mehr hier. Ärgerlicherweise kann ich mich nicht heilen. Ah, der dritte war's. Jetzt habe ich Schaden gemacht. Why? Da habe ich gefühlt gar keinen Schaden gemacht gerade. So, komm jetzt, alter Feuerbaron hier, das gibt's doch nicht. Der ist völlig wahnsinnig. Ja, da hat man keine Chance, da darf ich nicht schlagen. Zu früh. Okay, dass du den auch noch machst. Ich will. Wisst ihr, beim ersten Mal, ne, als wir diese Session gestartet haben, das ist so klasse, das ist wie immer, man macht kurz eine Pause, nach der Pause legt man ihn First Try und ich hatte ihn fast First Try.
Ich war nur ein bisschen doof. Und jetzt hängen wir wieder gefühlt 10 Meter hinter dem Skill zurück, den wir vorhin schon hatten. Aber das, er ist nicht so schwer. Man muss einfach geduldig sein. Es geht mir gerade ein bisschen ab. Kann ihn ja eigentlich ganz gut lesen. So dumm. Ah, da hab ich Schlag getriggert aus der Wind. Achso, ist er schon in seinem... Nee. Das ist auch so, guck mal, 4, 5 hintereinander. Einfach assi. Assi-Bär ist das einfach. Also der kommt gefühlt immer wieder auf die Hälfte, egal was man macht. Jetzt ein bisschen weniger. Ich bin ganz entspannt. Ich weiß, wir kriegen ihn gleich. Ich weiß, wir kriegen ihn gleich, weil es liegt zu 100% an mir. Ich weiß genau, was er macht. Ich muss nur einmal geduldig sein. Ganz entspannt. Ich reg mich nicht auf, weil ich habe alles in der Hand, was man braucht. Frage der Zeit, wir haben ihn gleich. Ja, ohne Ende hat er diese Köttel in der Hand. Nice.
dieser Dreiklang, wo man nichts machen darf. Ich aber trotzdem beleidigt bin und trotzdem was machen will. Komm mal da raus. Zu früh. Ist er verzögert, ich hasse ihn. Es gibt für den Boss zwei Gegenstände, die es einem erleichtert, ihn down zu bekommen. Brauche ich nicht, mache ich nicht. Ich kriege ihn so down, ich brauche keine Hilfe. Ohne Hilfe, ohne alles. Ich gehe einfach da so rein wie so ein Depp. Ich brauche keine Items. Rein da, platt machen. Mir egal, brauche keine Hilfe. Sollen das andere machen? Ich mache das ohne. Sterbe ich halt ein paar Mal, mir egal. Stur, oder? Was ein sturer Köter ich bin. Naja, come on. Timing. Falsches Timing. Immer bei diesen Verzögerten. Ja, falsch. Es gibt da so einiges an Sachen, die es leichter machen, ja. Wir kriegen den gleich. Das ist alles, ihr müsst Geduld haben. Wir sind ganz entspannt. Dracula! Draculea, oh weh. Kraffi, vielen lieben Dank. Für den Support. So, auf Support folgt Monstermord. Jetzt legen wir mal Moog.
Ey, das sehe ich aber anders. Das Timing ist immer zu früh, das ist auch lächerlich verzögert. Brennst du wieder überall bei ihm? Nee. Verzögert wird, ist einfach artig. Okay. Das war leider Pech. Kam ich nicht mehr in die Rolle rein. No. Ja, das ist ja wieder, okay, das ist eine dumme Idee gewesen. Also aus der Feuerwalze hier raus. Hier kannst du jetzt ja nichts machen, ne? Brennt ja alles lichterloh. Ich komme überhaupt nicht an ihn ran. Das war einfach. Exakt falsches Timing. War überhaupt keine einzige Möglichkeit, einmal an ihn ranzukommen. Entweder es brennt oder er macht 27 Attacken nacheinander. Ja, exakt die eine Sekunde zu früh. Ja, und die dritte auch noch, alles klar, ich komme überhaupt nicht an ihn ran. Und wieder ran und wieder ran und wieder ran. Ich bin entspannt. So, die Patterns, klar, die ändern sich manchmal, aber so im Grundsatz haben wir es ganz gut raus. In der zweiten Phase ist es teilweise einfach heftig, weil da kaum Fenster sind, wo man ihn kriegt und er wirklich eine Attacke nach der anderen zündet. Zum Beispiel hast du auch keine Chance, um einen Satz heiße Ohren zu kriegen. Da macht er auch wieder hintereinander 3. Ja, das ist der, genau der meine ich. Der alberne Schlag.
Der lächerlich verzögerte Schlag. Vier Attacken in Folge. Die hier auch völlig lächerlich, wie er den nachzieht, das ist einfach. Können wir nicht mehr so viel machen jetzt gerade. Ah, das ist ja diese Vierer-Kombo, ne? Und wieder rein. Wenn wir ihn gleich gelegt haben, werde ich ihn irgendwie ein Stück weit auch vermissen. Das ist oft so mit Bossen, man hat dann irgendwie so eine Beziehung zu denen. Da kommt man nicht schnell genug weg. Wie viel der auch abzieht, wenn du einen kleinen Tropfen abbekommst von dieser Lava, das zieht brutal viel ab. Das war jetzt schon komplett verkackte erste Phase. Ja, mach du. Bewegen. Ja, die verzögerte. Ja, alles klar. Zwei verzögerte nacheinander. In der zweiten Phase. Und die vierte. Das ist einfach. Okay, da darf man einfach nichts machen. Darf man sich eigentlich nicht einbilden, dass das Spiel einmal erlaubt, irgendwas zu machen. Welches Level bist du? Weiß ich gerade gar nicht. 100. Weiß ich auch nicht. 138 oder sowas.
Also wir haben ihn gleich. Und wenn ich das jetzt noch 200 Versuche lang sage, aber es ist ja die Wahrheit. Ich brauche nur einen Versuch, wo ich ein paar Fehler weniger mache. Und dann haben wir ihn halt. Das zum Beispiel war ein Fehler. Aber der hat mich so gekostet. Wieso habe ich jetzt gerade... Das ergibt keinen Sinn. Warum habe ich gerade so viel Leben abgezogen bekommen? Das habe ich gerade nicht gecheckt. So, und die, selbst da kriege ich die vierte nicht pariert. Ach, hör auf. Die Verzögerte. Zu früh. Da macht er die vierte jetzt nicht. Zu früh. Verzögerte. Zu früh. Nein. Brennt überall! Einiges auf. Da ist immer das Timing auf, habe ich keine Geduld. Was? Warum? Ach, hör auf. Aber den mit Schild parieren, ich bin mir nicht sicher. Aber also eventuell kann man, ich weiß nicht, ob man den parieren kann. Es wäre mal lustig, das auszuprobieren. Gerade wenn man so seine Bewegungspatterns ganz gut kennt. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich irgendein... Das, den könnte ich nehmen hier. Den hier. Den nehmen wir einfach mal. Den Talisman gegen Feuer. Ich habe nur den Zweier. Den Dreier gegen Feuer gar nicht. Ich habe den Dreier gegen Blitz und den Dreier gegen Heiligschaden, aber leider nicht den Dreier gegen Feuer. Das ist das Einzige. Ich hab von jedem den Dreier, nur nicht von dem Feuer. Das ist echt blöd. Hm.
Weiß nicht, ob ich was gegen Blutung habe. Ich glaube, ich habe nichts gegen Blutung. Gibt es kein Talisman gegen Blutung? Gibt's doch gar nicht. Tatsächlich gibt's überhaupt nicht. Nichts gegen Blutung. Ich weiß nicht, eventuell Immunität vielleicht. Dass das irgendwas bringt. Aber wir gehen jetzt mal so rein, ist egal. Jetzt haben wir mal ein bisschen was gegen Feuer. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Und wir nehmen jetzt auch weniger Schaden. Wir machen es auch weniger Schaden selbst. Oder hin? Ja, das nervt. Ah, dieser verzögert, ich hasse es so sehr. Okay, das war super schlecht. Purifying Crystal Tear. Ich bin entspannt, Leute. Wir schaffen das. Ich bin guter Dinge. Ich mache mir auch gar keine Sorgen. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Es gibt Bosse, die sind, wo man denkt, so der krasseste war immer noch, wie hieß sie? Von Dark Souls 3 da, die Priesterin da, die Schwester Friede, das war die krasseste. Und von Bloodborne, der weiße Knabe von Koss. Der ist ein Witz dagegen. Genau das wie immer, ne? Nein, dumm. Okay, das war so dumm und unnötig. Geheilt gerade, so ein blöder Heilfehler. Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ich hatte ihn schon halb runter, ich hätte ihm noch ein paar geben können. Und dann mache ich diesen dumm. In dem Moment, wo ich mich heile, wusste ich, dass das ein Fehler war. Und dann rolle ich auch noch nach hinten anstatt nach vorne. Also manchmal
Das sind so jahrtausendalte Reflexe, tief verwurzelt im Menschen, von der Gefahr wegzugehen, anstatt in sie rein. Und obwohl ich es ganz genau weiß, gibt es immer mal wieder so, wenn man diese archaischen Instinkte bedient, wo man es falsch macht, obwohl man es genau weiß. Okay, das waren jetzt 6-7 Angriffe in Folge, das ist einfach komplett lächerlich. Derselbe Fehler.
Na gut. Es hat eigentlich viel zu lang gedauert. Ich schäme mich ein bisschen. Aber gut. Ich finde, das macht viel mehr Spaß, wenn man so einen stetigen Progress hat und dann immer mehr das Gefühl hat, man ist vertraut mit dem Boss und man kennt alle seine Attacken und man weiß genau, okay, jetzt kommt das. Und wenn man sich konzentriert und keinen Fehler macht, dann hat man ihn auch. Und das so muss ja eigentlich auch ein Souls-Spiel sein. Wenn es nicht unfair ist, aber herausfordernd und man kann es auch schaffen, ohne Hilfe, ohne irgendwelchen krassen Items oder so. Boah! So. Da auf den Schnaps, ja, auf jeden Fall. Nahezu First Try. Ich weiß gar nicht, wie der sich so ein... Ey, Eddie ist ja auch da. Ey, hi, Eddie. Es geht ab. Ich weiß gar nicht, wie der sich so einordnet in der Rangliste der Bosse. Also, ich fand ihn jetzt, wenn ich mich so versuche zurückzuerinnern, ich glaube, es gab bei Elden Ring auch schon krassere Bosse. Aber der war schon nicht ohne. Aber der war jetzt nicht unfair, weil, wie gesagt, man konnte schon seine Attacken halbwegs antizipieren. Er hat die natürlich immer gemischt. Nervig ist, wenn er dann so 7 Attacken, 8 Attacken hintereinander macht und einfach nicht zum Ende kommt. Das ist dann ein bisschen nervig, aber sonst... ist eher unter den leichteren. Morg und Malenia sind für mich die schwersten Boss im Spiel. Je nach Bild, aber er ist schon oberes Drittel. Oh, wir haben 420.000 Öcken. Krass, das heißt, wir können nochmal leveln gehen. Ist hier noch irgendwas Geiles? Also das ist... Warte mal, er hat doch gesagt in der Sequenz, ganz am Anfang, ich bin gleich wieder zurück, Holde Maid, ich muss erstmal diesen Eindringling verprügeln. Das heißt, hier drin ist seine Herrin oder seine Freundin oder irgendwas ist hier drin. In diesem Ei, in dem Kokon. Frage ist, ob die jetzt tot ist. Wo er weg ist. Was ist die Geschichte? Die wohnt in so einem Schädel oder was ist das nochmal? Genau, guck mal hier. Ein Beckenknochen, ne? Oder was ist das? Ich glaube, das ist ein riesiger Beckenknochen. Oh Gott, guck mal, das ist ein Beckenknochen. Und dieses Ei dort, dieser Kokon, kommt quasi aus dem Beckenknochen. Was ja schon so eine Art Geburt symbolisieren kann. Vielleicht auch ein Stück weit ungeboren. Vielleicht ist es eine ungeborene Gestalt, weil sie ist, also der Beckenknochen ist ja sozusagen das Portal, um geboren zu werden. Und dadurch, dass sie dieses Ei, dieser Kokon in dem Beckenknochen liegt, kann das natürlich sein, dass es so ein Symbol dafür ist, dass diese Gestalt nie wirklich geboren wurde. Also sie ist eine Halbgeborene, wenn man so will. Und deswegen kommt sie da auch nicht raus aus dieser Gebärmutter, was ist das da, aus dieser Plazenta, an dieser der hängt. Und der Knabe, den wir gerade besiegt haben, vielleicht bewacht er das ungeborene Leben. Vielleicht ist es ihr Vater, der sich irgendwie verschrieben hat, bei ihr zu bleiben oder so. Das ist Mikella in dem Ei, der Bruder von Malenia. Ich muss mir die Story nochmal angucken. Das wollte ich eigentlich auch nochmal mit euch machen. Einmal so ein Story-Video, weil es echt lange her ist. Was sagt Eddie? Jetzt Platzi, du sagst. Wer ist Platzi? Ist es ein Boss oder ist es ein... Was ist Platzi, du sagst? Ist es ein Boss? Platzi, du sagst? Der Drachen... Habe ich den nicht schon gemacht? Ach so. Ja, können wir uns gerne angucken. Erstmal müssen wir ein bisschen leveln, oder? 420.000 Mark. Und was haben wir gerade eigentlich bekommen? Was hatte der uns da gelassen? Oh, kann man das hier sortieren nach... Warte mal. Sortieren. Kann ich nicht nach Reihenfolge des der Ich dachte, ich kann nach sortieren nach Reihenfolge des. Ich weiß nicht, was ich von dem bekommen habe.
kriegst was bei der Fingerleserin. Okay. Ich habe wirklich komplett vergessen, was der mir gerade gegeben hat. Achso, ich bin im Craft. Ich bin gar nicht im Inventory. Kann ich das hier besser sortieren? Alter, was mache ich denn eigentlich? Ich bin noch ganz zittrig. Da! Geht! Wusste ich doch, dass das geht. So, pass auf. Was habe ich von dem bekommen? Die große Rune, okay. Na gut. Jo, dann können wir ja das hier nochmal wieder wechseln mit dem Feuer, bevor ich es vergesse. Und machen irgendwas anderes rein. Was machen wir da rein? Das, was ich ganz gut fand, war mit dem, wenn irgendwo Blutung ist. Wie war das noch? War das nicht so ein Knubbelgesicht? Achso, das ist eher... Ne, dann nehmen wir das. Aber ich wollte doch eigentlich noch... Ah ne, genau, das habe ich also schon drin. Okay, so waren wir. Das passt schon. So, dann leveln und dann gehen wir mal zu der Fingerdame da, mit dem... zu dieser Hexe, die bei diesem verdörrten alten Fingern wohnt. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich sinnvoll, einfach Kraft zu leveln, oder? Ich glaube, die anderen bringen nicht mehr so viel. Ich gehe mal auf Kraft. So. Und jetzt gehen wir mal... Ach, wie war das eigentlich alles nochmal? Tafel der Gnade. Kraftcap ist bei 60, ja, okay. So, wo war nochmal die Holdemite mit dem Finger? Jetzt muss ich nur den richtigen Eingang finden. Warte. Wo waren die Fingerfrauen? Nee, hier nicht, ne? Hier war... Genau, hier war der Schmied. Und die Fingerfrauen waren aber nicht hier, sondern die waren da hinten dann. Hier war die, die er ihn umarmen wollte. Das ist die Freundin. Und dann muss... Warte, da hoch war das nicht. Oder doch, hier hoch, genau. Da. Sieht wirklich imposant aus, wie sie da stehen. So, hi. Ach nee, warte, sind die noch... Ah ja, okay. So, Kraft von Echo erhalten. Okay. Das will ich natürlich jetzt nicht. Bastardsterne. Riesenharzzopf. Welcher war er denn nochmal? War er der Feuerriese? Nee. Was brauchen wir? Was ist denn mal geil davon? War hier Morgott? Genau, haben wir auch noch nicht eingelöst. Die haben die ganzen Sachen nicht eingelöst. Wo ist er denn? Wieso steht denn da sein Name eigentlich nicht? Ja, ich habe die alle noch nicht eingelöst, wie ihr seht. Endboss Rune, das Schwert ist heftig. Riesenharzkopf. Gottfrieds Axt. Ich habe die Sachen alle nicht eingelöst. Malenias Hand. Falls ich irgendwann nochmal einen anderen Bild mache, ne?
Welches Level bist du? Ich glaube jetzt 157 oder irgendwie sowas. Er war der Blutfürst. Der hier? Ah. Also. Ah, da steht's ja auch, Morgwin. Da steht ja auch der Name. So, der heilige Speer. Und der Blutsegen steckt den Bereich vor euch mit Blutflammen in Brand. Naja, okay, das kann ich gar nicht nutzen. Dafür fehlt mir Glaube. Die macht auch Blutung. Feuer. Brauche ich Stärke 24, ist auch keine Waffe. Ich bin ja quasi ein Geschick-Mann. Das Ding schon eher, ne? Das Morgoths verfluchtes Schwert macht auch Blutung. Das ist vielleicht ganz interessant. Das ist ja auch eine Geschicklichkeitswaffe. Ich habe die alle nicht eingelöst, ne? Auch hier, das Großschwert ist natürlich eher eine Stärkewaffe. Der Großbogen auch. Die alle noch nicht genutzt. Weil die aber auch nicht gepasst haben. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Okay. Horalux erschütternder Schlag. Beidhändig auf den Boden, um die Erde zu erschüttern und eine Schockwelle zu entfesseln. Naja. Das sind auch alles also Zauberdinger, ne? Stärkewaffen. Der Spell vom Schwert ist heftig. Der Speer vom Moog ist super. Das Schwert von Malikat ist auch krass. Die Asche von Godfrey ist für viele Gegner super. Wer war bisher der schwerste Boss für dich in allen Souls-Spielen? Schwester Friede war der schwerste und danach kommt der Waisenknabe von Koss aus Elden Ring. Das waren für mich so die schwersten. Marika, was haben wir denn hier? Marikas Hammer. Bringt uns auch nicht das heilige Reliquienschwert. Das ist alles und alles Glaubenwaffen, ne? Bloodborne, was habe ich gesagt? Habe ich nicht Bloodborne gesagt? So, jetzt gucken wir uns was genau. Was wollen wir uns angucken? Was haltet ihr denn hier von Morgoths verfluchtem Schwert, kann das was? Das ist halt eher eine Stärkewaffe. Der Goldene Reiter ist beleidigt. Ja, da war ich auch Level 2 oder so. Der Goldene Reiter, das war... Das ist ja auch eher eine Stärkewaffe. Was muss ich denn noch investieren in Stärke? 17, 24, ja gut. Ja, wir werden sowieso im DLC dann Sachen ausprobieren, ne? Was können wir hier noch machen? Achso, ich glaube, hier ist nichts Besonderes, was uns irgendwie weiterhilft. Das ist eher so Fashion jetzt, ne? Fashion Souls. Radans Speer. Großpfeil. Oh, die hier, Malenia, ne? Ja, Malenia war natürlich auch nicht schlecht. Dornhelm. Radans. Rotenbeerenhelm.
Oh Mann, ey, jetzt. Das sind Erinnerungen hier. Die ganzen Typen. Ich überlege gerade, wer der schwierigste Boss war. Jetzt in, warte mal, ich habe auch Radahn. Ich glaube, Radahn war ja der auf diesem Mini-Pony, ne? Das war der einzige Boss, den ich nicht alleine gemacht habe, weil da hat Eddie zugeguckt, glaube ich, dass das so war, und hat dann quasi hat mich dann sozusagen invaded, also freundlich invaded, und dann haben wir den zusammen gemacht, weil wir gerade Bock drauf hatten. Deswegen ist das, glaube ich, der einzige Boss, den ich nicht alleine gemacht habe. Deswegen kann ich gar nicht beurteilen, wie schwierig der ist, wenn man den alleine macht, ob der vielleicht noch krasser ist. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle so weit alleine gemacht. Und da war auf jeden Fall Malenia, war, glaube ich, krass. Malenia Platz 1, dann Koss und dann Gale. Mhm. Was hattet ihr denn jetzt gesagt mit dem... Eddie hat doch irgendeinen anderen Namen gedroppt. Das war doch so ein Drache oder so. Optionaler Drache, wo findet man den? Den habe ich schon. Platz, die du sagst, habe ich schon gemacht. Echt? Siehste? Was tippst du für heute Abend? Ich bin optimistisch. Ich sag, wir hauen die diesmal weg. 3-1 hauen wir die weg. Beide Ishin-Versionen aus Sekiro fand ich am schwersten. Ja. Ja, aber der war auch krass. Der stimmt. Aber den habe ich schon zweimal gelegt oder so. Deswegen finde ich den nicht so krass. Hast du das Echo vom Drache? Ja, okay, das konnte ich nicht mehr zuordnen. Okay, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier noch irgendwas Großartiges gibt, was wir denn vor Release noch machen können. Es gab eine Situation, und zwar hier bei den vier Glockentürmen. Da war diese Gnade, die habe ich neulich, als ich es einmal ausprobiert habe, bevor ich gestreamt habe, 5 Minuten, da habe ich hier diese Gnade gefunden, die hatte ich nämlich noch nicht. Und da habe ich hier diese Türme gesehen. Und dadurch, dass ich die Gnade noch nicht aktiviert hatte, gehe ich mal davon aus, dass ich... Weil diese Kiste hatte ich auch noch nicht geöffnet. Und hier sind noch 2, 3 Portale. 3 müssen es sein. Und da bin ich auch noch nicht durchgegangen. Vielleicht ist da noch irgendwas Geiles. Talisman von Alexander? Glaub nicht. Weiß ich nicht. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Das ist so lange her. Genau, hier diese Portale. Der Beste im Spiel. Ich glaube nicht, dass ich den habe. Kann ja leider nicht suchen, ne, nach Name. Aber du würdest ihn ja sofort entdecken. Hier, das sind die ich habe. Genau, hier. Ich mach das einfach mal. Ich weiß nicht, was das ist. Das war eine Questreihe mit dem Topf. Ich guck mir das hier mal an. Geh da jetzt mal durch. Achso, ich darf noch gar nicht durch, oder was? Doch, come on. Ich reise mal irgendwo hin. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie diese Boss-Area am Anfang. Gegen einen der ersten. Oh! Wow. Oh, das ist ja wohl eine absolut miese Nummer. Das ist ja regelrecht eine Riesenschweinerei. Was eine Frechheit, bricht das da? Der Schmetterling hat mich dahin gelockt. Verräterisches kleines Tier. Wo sind meine... Da. Hm.
Was ist denn jetzt hier hinter diesen Tore? Ist hier noch ein weiterer Boss? Wäre doch geil. Wenn wir jetzt hier noch einen Boss finden. Die ich noch nicht kenne. Ah, jetzt habe ich noch einen Schmetterling gefangen. Oh, das ist tatsächlich noch ein Boss. Scheiße. Okay. Okay. Ornamentales Schwert. Goldenes Bestienschwert. Vom Tutorial ganz am Anfang. Okay, dann haben wir es dem jetzt heimgezahlt, ja? Was ist denn, wenn man den im Tutorial besiegt? Ist er dann hier noch? Ist er dann überhaupt noch da? Oder ist er dann weg? Abgefahren. Muss ich mal kurz orientieren. So, da geht's. Können wir wahrscheinlich uns auch jetzt wieder zurückbeamen. Wir müssen die anderen Dinger ja auch noch machen. Alter Schwede, man vergisst wirklich, was das für eine epische Reise war. Dieses Elden Ring. Das ist so viel gewesen. Allein, was man alles vergessen hat wieder. Das ist absurd. Das Spiel ist so riesig. Was mich ein bisschen nervt, ich hoffe, das wird irgendwann nochmal besser gemacht, ist das Ding hier. Diese Laterne. Die muss man ständig manuell zünden. Oder sie halt vielleicht auch ins in die Schnellauswahlleiste legen. Wer bist du denn? ...98 Stunden für den ersten Run, sagt Jack Lee. Ja, das ist, Wahnsinn, was ist da oben? Gibt's hier eine Leiter? Kommt man da rauf? Was leuchtet? Ist das nur eine Nachricht? Ah ne, das ist ein Eingang. Ein Fenster oder sowas. Ich dachte, da von hier sah das gerade so aus, als wenn da irgendwas leuchtet. Ah, was ist denn hier? Hallo Freund. Der Sturmfalkenkönig. Ah. Hatten wir auch noch nicht. Und noch eine Box. Asche des Sturmfalken Dean. Sehr gut. Ja, es gibt so viele von diesen Aschen. Da weiß man halt nicht, ob da vielleicht 99% von auch obsolet sind, weil man sie nie benötigt. Die sind zwar wahrscheinlich dann cool, aber man kann die eh nicht alle aufleveln. Können wir mal zurückgehen zu den vier Glockentürmen. Hattest du den Drachenfürsten in Farum Azular gelegt? Weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Hä? Bin ich falsch gereist? Da wollte ich hin. Okay, dann gucken wir mal, was die anderen Türme noch können.
Den hatten wir aktiviert. Ich glaube, ich habe nur noch einen weiteren Schlüssel. Gucken wir mal den hier an. Hast du die Fias-Quest gemacht? Warte, ich kann euch mal zeigen, was ich habe. Das ist echt verdammt lang her. Kann ich die nach Echo sortieren eigentlich? Weißt du? So müsste das doch wahrscheinlich gehen, oder? So, was haben wir denn? Lichtdrachen. So, wie hieß der Johnny? Farum Azula. Farum Azura. Oralux. Elden Echo, Echo des Drachenfürsten. Der rote Zweiköpfige. Habe ich schon, siehst du? Den Drachenfürst habe ich gelegt. Aber jetzt schnuppern wir hier mal rein. Vielleicht ist hier auch noch was Schönes. Oh, jetzt sind wir in Nokron. Ach was. Das ist ja lustig. Gerade hier war doch der Boss, oder? Da komme ich ja genau daneben durch Zufall. Okay. Aber darf ich hier... Ich habe hier vielleicht nur einen Aussichtspunkt, ne? Scheint es mir. Also ich darf einfach nur gucken. Ich komme ja nicht rüber, oder? Obwohl, warte mal, da geht's runter. Da ist auch noch irgendwas. Aber das scheint mir eher so ein Kinnladen-Moment zu sein, dass man auf einmal checkt, what? Was ist denn hier los? Oh, warte, ich will da nicht runterfallen. Natürlich schon ganz schön cool. Geil. Komme ich aber in diesen Tempel da rein? Hier so? Ja, come on, das geht doch. Okay. Ist da irgendwas von der anderen Seite? Komme ich da so rum wieder? Ja, ne? Gucken wir einmal kurz, ob hier auf der Rückseite irgendwas ist. Nope. Aber geile Aussicht, ne? Schon nice aus. Ah, was war hier? Nix. Oh, da hinten steht einer. Haha! Freund oder Feind? Wir werden es in Kürze erfahren. Freund oder Feind? Freund oder Feind? Erstmal plündere ich alles. Eine gesprenkelte Halskette. Was macht die denn? Was macht die denn Feines? Godric. Wo war die Halskette jetzt? Erhöht die Robustheit, die Immunität und den Fokus. Klingt nicht schlecht. So, wir gehen jetzt rüber.
Und fragen mal, was. Der hat ja auch ein Schwert in der Hand. Oh, das ist ja ein böser Mann. Können wir beide noch miteinander reden oder haben wir direkt verschissen? Oh, der Original direkt verschissen. Sind das nicht so Typen, die man später auch in so einer Katakombe findet? Da bei diesen Fledermäusen oder Gargoyles oder irgendwas war da doch. Ich erinnere mich an diese Typen. Da kommen doch später nochmal welche von. Der hat sich verirrt. Was macht der da? Vielleicht hat der um Versetzung gebeten. Ich kann mir vorstellen, der hatte gerade eine Lebenskrise oder irgendwas. Und es gibt hier diesen einen Posten an einem Ort, wo niemand glaubt, dass hier jemals jemand Probleme machen wird. Und er hat um Versetzung gebeten und gesagt, ey, kann ich bitte hier diesen Posten haben? Ich habe gerade echt in meiner Kickbase-Gruppe komplett versagt und alles ist gerade scheiße. Und die Else, die hat mich auch verstoßen und so, weil ich so viel arbeite und so. Und ja, alles klar, habe mich versetzt. So wie bei Kevin Costner, in der mit dem Wolf tanzt. An den entlegensten Ort versetzt worden. Und dann hat der so ein Pech, dass ich komme. Boah, hat der ein Pech. So, ich glaube, ich habe gar keinen Schlüssel mehr. Wo konnte man nochmal Schlüssel kaufen? Bei Händlern, ne? Habe ich nicht neulich welche gekauft? Kann doch regulär bei Händlern diese Steinschlüssel auffinden. Da habe ich auch noch einen. Warte, den haben wir und den haben wir und den da unten haben wir noch nicht. Habe ich noch? No! Hab keine mehr. Lass mich mal überlegen. Die findet man noch easy bei Händlern. Die kann man noch da kaufen. Ich hatte einen Händler, hatte ich hier neulich gefunden. Ich weiß nicht. Ah ne, das ist nicht das, das ist die alte Fingerleserin. Hier. Der Typ. Der vielleicht? Der inhaftierte Händler? Oder im Hub meint ihr es einfacher? Ach so, das sind Special. Alles klar. Ich hatte nämlich gedacht, ich habe noch welche von denen neulich irgendwo gekauft. Aber verstehe, das sind normale. Genau, den meinte ich. Okay, Boomer, den meinte ich gerade, den Händler. Und ich dachte, ich hätte da 5 gekauft. Wo sehe ich das denn? Wo sind die Schlüssel denn? Wo sind die denn Schlüsselobjekte? Wenn, müssten die hier sein oder nicht? Da, ich habe sogar 16 von denen. Ja, genau. Okay, das sind Special-Schlüssel, damit komme ich da nicht rein. Ich glaube, wir haben fast alles gemacht, ne? Questreihe mit dem Topf. Ja, ich erinnere mich an den Topf. Wo ist der Typ mit dem Topf denn? Da ist ein Balkon auf der anderen Seite. Spring da mal runter, sagt Arcol90.
Achso, hier meinst du diese... Ist das nicht eine... Das hatte ich doch gemacht, oder? Hier meinst du? Ich glaube, das habe ich gemacht. Habe ich schon gemacht. Geh mal nach Nokron zu den Doppelgargoyles und such danach. Einem Sarg. Da soll dann noch einer drin sein, meinst du? Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Warte. Tiefwurz, wo war nochmal Nokron? War das nicht auch hier? Ich dachte, das wäre eine Unterwelt. Siofra waren die da. Ah, okay. Aber ich habe da ja eigentlich alles gemacht, ne? Ich trachte des Todes. Hier habe ich noch so ein... Ich weiß gar nicht, warum ich hier so eine Markierung drin habe. Siofra Wasserfall. Bodenbrunnen, Nokron, Ufer, Wald der Ahnen, Wald der Jünger, Aquädukt, Klippenbecken der großen Fälle oder Aquädukt. Habe ich schon, oder? Guten Tag. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang soll. In welche Richtung soll der sein? Richtung große Fälle? Haben wir eigentlich schon alles gemacht, ne? Ist auch mal ganz lustig, wenn man echt stark ist und zurückkehrt an so alte Orte, die einem Probleme bereitet haben. Man wird dann ja auch relativ schnell hochnäsig. Ganz im Norden. Die Todeswurzeln, meinen die auf die Karte im Untergrund. Ganz im Norden. Da oben. Was hier oder was? Da, wo du bist? Okay, jetzt muss ich erstmal checken, was ihr meint. Hier und dann jetzt in den Norden gehen, also hier, Becken, die großen Fälle oder was? Ah, okay. Also hier lang. Aber ich glaube, das habe ich auch alles gemacht. Der ist, warte mal, da war doch... War nicht hier dieser eine komische... so ein Riesenfrosch oder so ein Lindwurm oder irgendwas war doch hier. Ich erinnere mich doch dran. Ich soll hier irgendeinen Sarg suchen. Ich erinnere mich sowas von hier dran. Hier waren wir nämlich wirklich ein paar Mal. Und du meint, ihr meint, wir sind hier richtig? Oder so? Kann ich nicht einfach dann dies hier nehmen? Ist das nicht, das ist doch viel nördlicher. Alter, dieser Delay macht mich fertig. Also doch Tiefwurz. Und dann das hier oder was? Thron des Todesprinzen? Oder Wurzelfort? Alter Schwede. Redet ihr von zwei unterschiedlichen Sachen? Von dort, wo du jetzt bist, durch die Gebäude, durch dann in die Arena, wo die beiden Gargoyles waren. Und dort ist ein Sarg. Ja, aber gut, die habe ich ja platt gemacht, die beiden Typen. Die Gargoyles habe ich ja platt gemacht.
Dann habe ich doch den Sarg auch gefunden. Da war er doch schon. Haben wir das schon gemacht? Was wäre das andere? Was war hier oben? Was war das? Das war das zweite, was ihr angesprochen hattet. Dr. Niemand, habe ich dir schon gedankt? Nee, ne? Dr. Niemand. So, hier war auch Action. Oh Gott, dieses dreckige Giftbecken. Oh, fuck, da habe ich ziemlich erschreckt. Oh, hier war auch irgendeine Scheußlichkeit. So, die Topfquest wird gefordert. Okay, können wir auch die Topfquest machen? Ja, ist schon gemacht. Ich erinnere mich an den Typ mit dem Topf. Ich weiß nicht, ob ich den zu Ende gemacht habe, aber wir können ja mal schauen, wo würden wir den Topf denn treffen. Dann machen wir jetzt mal den Topf. In Jarburg. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo war nochmal Jarburg? So, warte. Das ist der Turm von Liona. Liona Mitte bei der Brücke im Osten. Ah ja, hier, ne? Genau. Nehmen wir die Turmbrücke. Ich meine, ich habe mit dem doch auch schon mal interagiert, mit diesem kleinen... So, und jetzt hier irgendwo runterspringen, oder was? Am Anfang der Brücke? Warte, wir sind doch am Anfang der Brücke. Oder meinst du da? Bin schon zu weit oben. Okay, dann gehen wir da ein. Chat-Delay macht einen wirklich wahnsinnig. Hallo? Er redet nicht mehr. Okay. War hier dieser Riese? Oh, hier ist ein Ball. Hört ihr ihn auch? Ich komme! Und einen schönen Dunkelschmiedelstein. Den haben wir schon immer gesucht. So, was? Einmal um den Turm rum. Einmal um den Turm rum. Schauen wir mal, ob der noch da ist. Auf der anderen Seite. Ist auch nichts los hier, ne? Alles platt gemacht. Alle haben Respekt. Richtig so. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ah, okay. Also von der Hütte hier. Alles klar. Wie immer ein nach hinten. Von der Hütte aus in der Nähe, die Grace, geht es einfach ohne runterspringen. Aber auf der oberen Plattform bleiben.
Okay, also dann aber wahrscheinlich in diese Richtung, ja. Vielleicht dieser Pfad hier, ist das der Pfad? Also müssen wir da runter oder was? Dies ist die Ebene. Erstmal nach Süden. Okay, erstmal nach Süden. Wir bleiben auf der oberen Ebene. Wir reiten nach Süden. Ah, wie schön das einfach ist, hier durch zu galoppieren. Was? Das Auge der Bestie zittert? Guck mal, da hinten ist dieser Fährmann noch. Ralf. Südöstlich. Habe ich das hier noch nicht gemacht? Wie kommt denn das? Oder kommt der immer wieder? Was ist er denn jetzt? Warum denn so weit weg? Okay, das ist erschreckend schnell. Was ist denn das für ein roter Boy? Asche der Skelettbanditen. Offensichtlich war ich ja noch nicht. Sonst hätte ich den ja nicht leben lassen. Hier war doch eine Köstlichkeit am Ufer. Da! Was haben wir denn hier Feines? Eine Grabbeigabe? Nee, da ist immer gestorben. Trinas Lilie. Was für ein Level bist du denn? Ich glaube 158 oder so. Brauchen wir die hier eigentlich noch? Ich kann jetzt auch nicht vorbeireiten. So, ey, jetzt sind wir hier an den Klippen. Wenn du jetzt auf den Turm schaust, rechts davon ist die Klippe, wo du runterkommst. Die locken einen vielleicht hier in die Richtung auch. Hier? Ach so, hi. Das ist es doch, oder? Komme ich jetzt hier einfach runter? Ich vertraue meiner... Ah, guck. Oh, dumm. Oh, okay, das war... Oh. Scheiße. Oh, so dumm. Warum? Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Warum? Ach, das. Okay. Dann alles nochmal. Wie der mir hier hinterher geiert, ne? Weiß der nicht, wer ich bin? Er macht er auch nur so halbherzig, damit er seinen Bossen erzählen kann, er hätte mich verfolgt, aber er weiß ganz genau, dass er es nicht wirklich will. So, warte, da war der Bootsmann, der Bootsmeister. Und dann hier. Oder? Oh, da liegen noch ein paar. Geil. Ah, der ist ja schon wieder da. Ja.
So, jetzt aber. Alles klar. Warte, wo sind erstmal meine Seelen? Sind die nicht hier oben geblieben? Nö, einfach Knaller mit runtergenommen. So, Pony, 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 Pony. Ruhig jetzt, Pony. Oh Gott. Wo sind meine Seelen? Da. Never ist das passiert! Das da! Das kann nicht passiert sein! Oh Gott im Himmel! Dieser widerspenstige Gaul! Warum bist du nicht so schlecht dressiert? Oh Gott, das ist das... Oh, wieso? Vielleicht soll ich es einfach ohne Pferd machen. Unfassbar. All die Köstlichkeiten. Oh Gott. Ich muss meine Wut auslassen. An irgendjemanden. Ah! Du bist schuld! Du bist schuld! Oh. Gebetsbuch. Siehst du, das hatte ich mir schon die ganze Zeit gewünscht. Oh, wie kann das sein? Die hat mich doof angeguckt, ich habe es genau gesehen. So, einfach weil ihr mich dumm angeguckt habt. Oh. Ich musste die alle auslöschen, weil die haben das gesehen. Jetzt habe ich gerade hier die ganze Welt erobert. Und wenn jetzt diese ganzen Leute rumerzählen, was mir gerade passiert ist, dann verliere ich jeden Respekt, den ich mir hart erfochten habe in dieser Welt. Nee, Pferd, ruhig, 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 ruhig. Wie konnte ich denn da jetzt gerade so oft sterben? Ich verstehe es nicht. Gefäßburg. Ich bin richtig sauer. Aber hier war ich original. Oh, da ist ein Topf. Da ist doch tatsächlich ein Topf. Bevor hier irgendwas weiteres geschieht, erstmal diese Gnade aktivieren. So. Bist du etwa der Freund, mit dem ich reden möchte? Nö, schade. Aber hier sind diverse Töpfe. Warte mal. Hallo? Der balanciert sich so aus. Ist das das Kind von dem Topf? Was ist mit dir? Kann ich mit dir reden? Ah! Hallo, Cos. Was machst du hier? Ich dachte, dass niemand über dieses Ort wusste. Außer uns Jars. Ah! Bist du der neue Potentate? Ich werde über euch herrschen. Ich herrsche nicht über euch. Okay, verändert das die Quest in irgendeiner Form? Also ganz kurz, bevor ich jetzt ihm eine Antwort gebe. Es ist eigentlich Fakt, dass ich herrsche über die Töpfe, weil ich habe die komplette Welt erobert. Ich habe alle Bosse besiegt. Ich bin einfach der Alpha-Predator in dieser Welt. Das ist Fakt. Das steht überall geschrieben. Es existiert niemand mehr, der mir irgendwas kann. Deswegen, ich bin nicht ja deren Herrscher. Jetzt könnte ich natürlich bescheiden sein und sag, so wie Gandalf zu den Hobbits spricht und sagt, hey,
niemand steht über euch. Ich bin vielleicht rein juristisch betrachtet, ja, bin ich hier der Monarch und so. Auch der Stärkste, aber ich herrsche ja nicht über euch in dem Sinne, ich sag euch nicht, was ihr zu tun und zu lassen habt. Ich lasse euch die lange Leine. Aber wir wissen ja alle, was eigentlich Phase ist. Also er hat das ja schon richtig erkannt. Oder? Was meint ihr? Habt ihr eine Meinung dazu? Ich sag jetzt, ich herrsche über dich. Gosh, truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. Ernsthaft? That's a shame. Don't look so glum, cuz. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me. When you can. Das ist ja einfach ein richtiger Reinfall. Ich finde das total eine Fehleinschätzung meiner Person. Was der kleine Topf sich da erlaubt. Ich finde das relativ dreist, um ehrlich zu sein. Weiß der denn nicht, mit wem er es hier zu tun hat? Jetzt habe ich sogar noch einen Ritualtopf. Den stecke ich mir einfach ein. So eine kleine Pflanze. Klopf, klopf. Aber die ganzen, guck mal, die ganzen kleinen Topfkinder, die haben hier einfach einen richtigen Happy Place. Das freut mich für die. Die Sachen brauchen die offensichtlich nicht. Die nehme ich an mich. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Gesprungener Topf. Ich weiß gar nicht, warum ich noch Materialien sammle. Was ist mit dir? Bist du auch geschwätzig? Schläft auch, ne? Oh ne, der sammelt irgendwas. Der sammelt was. Das ist ja so ein schöner Ort hier. Die Dinger hier, ne? Ist hier noch irgendwas ansonsten? Was mich interessiert? Ich glaube nicht. Vielleicht werden wir einmal jetzt zurückreisen zur Rune und dann sind wir ja einmal unterwegs gewesen. Ich reise jetzt mal. Vielleicht reicht das schon. Hätte er gesagt, ich soll zurückkehren. Da bin ich wieder. Soll ich dir von meinen glorreichen Taten berichten? Cuz. Hi. I'm happy you came back. I have good tidings for you, cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? Ja, tatsächlich ja. I asked the villagers if you could pick some of them. Ich hab's ehrlich gesagt schon gemacht. Weil ich hatte das jetzt schon gemacht. Go on, cuz. Who knows? Okay. Ich hatte das aber jetzt, ich mach das jetzt halt nochmal, aber ich hatte das ja schon gemacht. Hier Pilze und das hier und. Oh, da ist noch was Leckeres. Guck mal da. Huppidoo. So, was haben wir denn hier? Ein Ritualtopf. Na, wenn das nicht was Feines ist. So, dann pflücke ich denen jetzt hier die Blumen weg. Weiß jetzt nicht, wie viele. Ich davon vielleicht von allem eine oder so. Aber es ist schon nett, dass die mich da so ranlassen. Ich nehme die einfach auch. Ich nehme einfach alle. Das ist natürlich ein bisschen unverschämt.
wie sagt man das denn jemandem? Wenn man jemanden einlädt, diese Blumen zu pflücken, und dann hört er aber nicht auf und nimmt sich halt zu viel. Wann ist der Punkt gekommen, ab dem man so eine Person anspricht und sagt, ja, also jetzt reicht's ehrlich gesagt auch. Wann ist der Punkt gekommen? So, jetzt habe ich hier alles gekrapscht. Okay, vielleicht muss ich sogar nochmal laden. Ich habe doch jetzt alles gepflückt, Holdertopf. Was willst du denn jetzt noch von mir? Ich habe alles leer gerupft, hier ist eigentlich nichts mehr. Nichts ist hier mehr. Ich glaube, ich muss einfach neu laden. Wo kommen wir hier hin? Ist das ein Friedhof? Aha, guck mal, hier gibt es auch noch schöne Sachen. Goldene Rune. Aha. Gib mir. Ey! Wow, Leute, die haben nochmal hier einen richtigen Schatz gefunden. Lauter goldene Runen. Ja. Jetzt können sie in Ruhe ruhen, ohne ihre Runen. Denn was bindet ein Geist an die irdische Welt, wenn nicht der Gedanke, dass er Materielles zurückgelassen hat? Denn Liebe ist körperlos. Und deswegen sollte man diesen Menschen das letzte Geld aus dem Grabe rauben, damit sie verstehen, dass sie nichts mehr hier hält in der Welt der Lebenden und sie auffahren können in den Himmel oder runter in die Hölle, wo auch immer sie hingehören, und dann finden sie ihren Frieden. Das heißt, es ist was Gutes, Grabräuber zu sein. Da muss ich mich auch nicht schämen. Okay, alles klar, dann reise ich nochmal dahin, vielleicht. So. Ich kann jetzt nichts. Also, ich habe jetzt ganz viel gesammelt. Oh, hello again. Say, cuz. Have you met Uncle Alexander? He used to live here with us, but then he left to be a champion. I asked to go with him, but he said, the path of champions must be trod alone. So heroic, right? I miss him, though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz. Okay. He's big and tough and strong. Uncle Alexander said he won't be back again. My home is of the past, and the past, as they say, is a different country. I suppose that's part of being a warrior, isn't it? So, please don't tell anyone, cuz. Nee, dich nicht. But I'm actually a warrior jar as well. A warrior jar. One day, I'll be just like Uncle Alexander. And I'll have to leave the village to become a champion. Uncle Alexander won't come. My home is off. I suppose that. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich kenne, glaube ich, seinen Onkel Alexander, das ist ja dieser riesige Topf. Und ich meine, ich habe mit dem auch schon mal gesprochen. Aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Das ist ein Limgrave. Aber ich komme jetzt hier nicht weiter, vielleicht muss ich erstmal mit Alexander sprechen und dann wieder hierher kommen. So, warte, wo war der? War der in Limgrave? Vermutlich ist er tot. Oder bei Radan.
Ich meine, ich habe den rausgezogen. Ich glaube, ich habe das gemacht, dass ich den rausgezogen habe. Sag mal. Radan Grace checken, ob er nach da ist. Okay, wir checken erstmal die Radan Grace. Das ist doch hier dann, oder? Diese hier. Und wenn er jetzt da tot rumliegt, dann ist alles verloren, ja? Oder wie ist das? Wo würde er sich denn hier aufhalten wollen? Oh, Entschuldigung. Oh, da hinten die Schiffe, das ist so geil. Alexander! Alexander! Da. Ist nicht hier, ne? Er ist nicht hier. Dann. Wo ist er? Was? Hast du ihn gesehen? Achso, Farum Azula. Limgrave, Radan oder Vulkan Manor. Farum Azula ist seine letzte Station theoretisch. Beim Vulkan war ich auch schon, oder? Ist das hier nicht der Vulkan? Oh, hatte ich diesen Boss überhaupt gemacht? War hier nicht ein optionaler Boss? Warte mal, war hier nicht irgendwas? Ist es hier? Hattest du ihn mit Öl befreit das zweite Mal? Das weiß ich nicht mehr. Der Vulkan ist viel nördlicher. Wo war denn nochmal der Vulkan? Der Vulkan ist aber nicht im Eisgebiet. Die Sternfallbestie im Krater, genau die war das. Okay, pass auf. Lass uns mal die zweite Station. Also pass auf, wir machen das mal der Reihe nach. Limgrave, wo in Limgrave ist er denn? Bei welcher Station? Wisst ihr das noch? Wir fangen mal vorne an. Direkt über Lurnia im Norden. Limgrave hast du sicher, da wo du ihn aus dem Boden haust. Okay, alles klar, den habe ich sicher. Was ist das zweite? Also das wäre hier irgendwo oder da, weiß ich nicht. Was wäre die zweite Station? Die zweite ist Radan. Okay, was ist die dritte Station? Das zweite ist in einer Höhle in Kelit. Okay, lass uns doch mal diese Höhle in Kelit auschecken. Ist es dann hier? Der wird übersprungen nach Radan. Okay, alles klar. Der wird übersprungen nach Radan. Dann Mount Gelmir. Mount Gelmir. Okay. Lavasee mit Mount Gelmir in Gelmir. Der Lavasee in Gelmir. Alles klar. Alles klar. Der Lavasee in Gelmir. Warte mal, ist das überhaupt hier? Wo ist nochmal der Lavasee? Oder ist das hier? Nee, ne? Links oben hier. Ach, da ist der, ne? Warte mal. Hier ist der. So, welchen nehmen wir denn? Tempel? Rykard?
Mündung. Also, warte, hier ist das Haus Vulkan. Ich weiß gar nicht, von wo man hier ist, in da reinkommt. Donnerstromhöhle ist das hier. Unter der Burg links oben. Also entweder das, Mündung des Donnerstroms, ich glaube da. Da habe ich mir noch irgendwas gesetzt, ich weiß gar nicht warum. Ist das, guck mal, das Patches. Sehr lustig. Fest und da, du bist richtig, von da geradeaus und links, also hier in diese Richtung oder was? Nach oben links und an der Festung vorbei, also hier quasi, so in diese Richtung. Oder hier, eher hier. Das müsste dann ja hier eher so in diese Richtung sein, ne? So, dann gucken wir mal. Ach, hier wird wieder sich geschlagen. Ich bin zurück! Ihr erinnert euch vielleicht an mich. Die Typen hier waren krass. Super nervige Typen. Die ignoriere ich mal kurz. Ich meine, ich bin auch deutlich krasser. Muss man auch einfach dazu sagen. So, schauen wir doch mal an. Ach du Scheiße! Wer bist denn du? Hi! Ey, warte kurz! Hi! Du hast mein Pferd ruiniert. Okay, der war heftig. Oh nein, jetzt sieh ja noch du! Nicht zu dritt gegen einen, ey, das ist einfach super gemein! Das ist, hör mal auf zu pieken jetzt! Ey! Aber der Lindwurm ist ja super. Aber dass die jetzt zu dritt waren, bin ich nicht Fan von. Da bin ich nicht Fan von. Zu dritt ist super unfair. Da wird natürlich jetzt die Rache gnadenlos ausfallen von mir. Wegen, ey. Das lasse ich nicht nochmal zu. Autsch, umdrehen. So. Ungeheuerlich, oder? Dass die mich so geärgert haben. So, dann. Jetzt 1 gegen 1 finde ich sehr viel fairer. Da sind meine Sachen. Okay, so, dann kommen wir jetzt wieder zu mir. Guten Tag! Guten Tag, guten Tag.
Ist okay, wenn ich frage. Ey, muss aber auch ein bisschen aus der Lava rauskommen, wollte ich gerade sagen. Warte mal kurz, bitte. So, jetzt Schluss kurz mit Lava. Wir können ja nicht miteinander reden, wenn... Ich kann halt nicht in der Lava wohnen. Da habe ich jetzt schön das Anti-Feuer-Medaillon abgelegt. Nicht unter seinem Bauch, das ist auch blöd. Ich sehe nicht so viel gerade, muss ich ehrlich sagen. Okay, das ist. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ey. So, bleib hier, bitte. Eieieiei. Ja, alles klar. Tänzelt aber auch hier. Das war aber nur ein großer Gegner. Ein Drachenherz. Das ist doch super. Das war eine wilde Erscheinung. Aber auch prächtig. So, warte mal, da kriege ich jetzt hier heiße Füße, wenn ich da... Ah, ich höre doch was. Okay, krieg ich jetzt heiße Füße, wenn ich da reingehe? Sterbe ich instant? Nee. Wo ist er denn? Kann das Feuerpferd hier... Oh, au, mag's überhaupt nicht. So, wo ist er denn jetzt? Da hinten? Okay, ist er das? Wir verbrennen die Füße. Es tut mir wirklich leid, wir müssen die ein bisschen beschleunigen. Au. 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 Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught wind of. Above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Here lieth the flame of ruin, which ever burning roars. Perhaps I'll head eastward, there's an old saying. Above the lofty clouds, the icy giant's peak. Okay, wir können ihm leider nichts von seinem Neffen erzählen. Aber das wäre ja Above the Cloud, wäre das hier irgendwann? Icy Giants? Okay, wo ist das nächste?
Der Berggipfel der Riesen. Schmiede der Riesen. Schmiede der Riesen. Ganz im Osten, Mitte. Vielleicht? Achso, warte, das ist Westen. Hier ist Osten. Ist es hier? Ist es da? Schmiede der Riesen. Die Insel rechts. Das Ding. Okay. Hier ist er dann, oder was? Aber welchen nehmen wir denn? Drachentempelaufzug. Drachentempeldach. Drachentempelaufzug. Okay. Ach, Memories, ne? Memories. Geil. Nur für Durchreise. Okay. Ich sollte nicht hochnäsig werden. Da passiert genau das! Hochnäsigkeit verführt zu Leichtsinn, führt zum Tod. Sollte einfach ein bisschen... Okay, ich verstehe. Okay. Hey, nein! Oh Gott, diese Hochnäsigkeit. Die ist greifbar. Geradeaus, dann rechts halten. Ja, wir finden ihn schon. Das passiert, wenn man das nicht mehr ernst nimmt. Aber ich habe natürlich auch die Feuerrune noch drin. Das ist ja ein Quatsch, die wollen wir ja nicht. So. Das passiert uns nie wieder. Vielleicht noch ein, maximal einmal, aber nicht zwei, dreimal noch. Die Schwerkraft zählt nicht. Schwerkraft ist offiziell nicht als Gegner anerkannt. Uiuiuiuiui. Okay. Ich habe ja gesagt, dass... Ich kann auch einfach durchlaufen. Ich habe ehrlich gesagt, ich will jetzt zu diesem Topf. Ich muss mich nicht mit denen rumärgern. Ich gehe jetzt einfach den Weg lang. Ach du Scheiße. Und dann hier irgendwo rechts. Hi. Ja, kommen wir alle hier runter. Das ist eine gute Idee. Dann laufe ich nämlich... wo komme ich denn hier wieder rauf? Ey, warte mal. Ihr seid ja richtig schnelle, ekelhafte Typen. Oh, wer bist denn du eigentlich? Haben wir uns noch gar nicht bekannt gemacht? Wer bist du? Huch.
Ach, warte mal, hatten wir den nicht schon? Nee. Okay, keine Ahnung. Müssen wir wieder hoch? Warte, wo ist der Aufgang? Da oben. So, und hier rüber vielleicht jetzt. Oh, shoot. Kann ich meinen Pony rufen? Nee. Topfmann, ich sehe ihn. Da sitzt er. Ich sehe ihn bereits. Der Topfmann, der Topfmann. Hey, 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 Buddy. Hallo. Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Dankeschön. Of course, I count myself, the great Alexander, among many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been ready. Longing to fight a warrior as accomplished as you. Nee, nicht gegen dich kämpfen. You are ready then, I take it. Then let us begin. Oh nein. Okay, der, okay, alles klar, aber ich will nicht gegen den kämpfen. Okay, warte mal kurz. Du meinst ja richtig ernst. Okay, ich muss. Sorry, Alexander, ich muss es machen. Ich will, aber ich will ihn nicht zum Tode bringen. Alexander, ich mach das nicht, weil ich das will. Sondern nur, weil du mich darum gebeten hast, ne? Okay. Ich bin ich bin wirklich ein bisschen betroffen gerade. Och, das ist ja wirklich. Das Blut, welchen nehme ich denn raus? Was ist denn das beste Ding? Ich bin echt ein bisschen jetzt konsterniert, dass ich das machen musste. Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt gut. Was ist eigentlich mit diesem weißen Drachen, der da jetzt abgehauen ist? Ich dachte, ich habe hier alles aufgeräumt. Ich dachte, ich habe ja auch auf jeden Fall einen mega mächtigen Drachen besiegt in diesem Gebiet. Was ist denn mit dem Weißdrache? Kommt der irgendwann nochmal wieder? Ich hatte doch so einen Drachen auch schon platt gemacht.
Hast du einen 350er Charakter auch ready für den DLC? 350, Level 350? Mhm. Der Drache spawnt immer wieder, auch wenn du ihn tötest. Ach so, alles klar. Ich wusste doch, ich habe den irgendwie platt gemacht. Radagons Narbensiebel, ja, na, das ist das hier, ne? Wundziegel, ja, ich krieg natürlich wirklich viel Damage. Aber das ist. Was ist denn noch geil? Versteckt euer Gleichgewicht. Stärkt Feuerangriffe. Stärkt Blitz. Natürlich gibt es sowas nicht mit Blut, ne? Guck mal. Blitzangriffe und Feuerangriffe, aber nichts mit Blutangriffen. Frech. Großschild-Talisman, höre ich, wird hier geboten. Das Großschild-Talisman. Das ist der hier, oder was? Erhöht die Abwehrfähigkeit. Ausrüstungsgewicht, ja. Brauche ich nur, wenn du blockst, ne? Ach, den hier. Drachengroßschild-Talisman. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Das klingt auch ganz gut. Ja, wir haben den hier. Jubel des Blutes. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich dann derjenige, der am ehesten für ein Blutbild ist. Na gut. Guck mal, hier haben wir mal zwei neue Dinger drauf. Kommen wir mal jetzt zu dem kleinen jungen Topf zurück. Der tut mir richtig leid jetzt. Und zwar. Warte ganz kurz. Warte mal, jetzt mich kurz in Erinnerungslücke. Warte, das war doch. Wo war jetzt nochmal dieser Topf? Wo waren wir gerade nochmal bei dem Topf? Ich habe es original gerade vergessen. Ich ein bisschen dumm bin. Hier war das. Da. Gefäßburg. Jetzt habe ich es wieder. Musste ich kurz einmal in Erinnerung wühlen. Gefäßburg war das. So. Der Talisman, den du gerade ausgerüstet hast, gibt es als plus 2 in Farum Azula. Neben dem See. Was? War echt? Farum Azula? Gibt es den mal plus 2? Das ist doch eine gute Nachricht. Das kann ich mir doch sehr gut vorstellen. So, erstmal bringe ich jetzt die unangenehme Nachricht zu dem Jungen. Schläft der jetzt oder was? Oh. Guten Morgen. Oder ist er schwach geworden? Nee, der träumt. Oh nein, der hat Albträume. Oh nein! Ach Scheiße. Ja, puh. Also, ja, ist das jetzt das Gute, ihm die zu geben? Ja, schon, oder? Ich meine, ach fuck, ey. Auf der einen Seite denke ich mir so, okay. Es ist besser, weil er hat ja gesagt, er kommt nicht zurück und in seiner Fantasie kann er jetzt die ganze Zeit denken, okay, Alexander ist draußen in der weiten Welt, ein Topf auf Reisen und immer was am Köcheln. Und er hat ja gesagt, er kommt nicht wieder, also braucht er sich auch keine Sorgen machen, wenn er nicht wiederkommt, weil das war ja Teil des Plans und er weiß immer, okay, irgendwo da draußen ist dieser mächtige Topf und erlebt tolle Abenteuer, ein leuchtendes Beispiel für alle anderen Töpfe. Und wenn ich jetzt ihm die wenn ich ihm die in da reingebe, ist halt die Frage, ob das. Ach, ich weiß es nicht.
Was ist besser? Findet er das gut, wenn wir ihm die geben? Ihr könnt ruhig, was das angeht, mal eine Meinung vertreten. Ey. Das erste, ne? Ja. Okay, komm. Cuz, are these insights from Uncle Alexander? Thank you, cuz. I'm a warrior jar, so I need to be strong. I can really have them, right? Freut sich. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have Uncle's insights. Okay. I'll begin my journey once I'm ready to go, as a warrior jar, in search of glory. I don't think I'll see you again. When I set out, warriors are supposed to work alone. Goodbye, cuz. And thanks for everything. I'll never forget you, cuz. Das ist überraschend. Das ist überraschend. Er hat es überraschend gut aufgenommen. Wie mein alter Videorekorder. Muss ich wirklich sagen, da habe ich nicht mit gerechnet. Vielleicht sehen wir ihn ja im Add-on. Also ich könnte mir vorstellen, dass man... Also das muss ja irgendwo hinführen, dass ich jetzt diese Quest gemacht habe. So, ich höre hier... So. Wir haben noch ein paar Questy-Quests, die wir noch machen können. Ich höre hier, wir haben hier so einen wunderschönen Dragon Crest Shield Talisman Stufe 2. Wollen wir uns den gemeinsam angucken? Wo ist der denn? In? Hier, Archol. Dragon Quest Shield Talisman plus 2. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Farum Azula, ne? Farum Azula. Direkt vor dir liegt noch ein Item. Was? Direkt vor mir liegt noch ein Item. What? Eine Giftblüte oder was? Das ist ein Item. Was meinst du? Das ist kein Item. Am Zaun links. Ah, da. Da hat jemand wieder Adleraugen gehabt. Guck mal hier. Noch ein gesprungener Topf. Sind das eigentlich... Mal ganz ehrlich, ne? Sind das tote Kinder? Sind das Embryos oder so? Gesprungener Topf. Die liegen ja nicht umsonst hier rum. Das ist ein Dorf voller lebender Töpfe. Und wenn da ein gesprungener kleiner Topf rumliegt... Kann mir keiner erzählen, dass das nicht Kinderleichen sind hier. Das ist ein bisschen zynisch und ich sammle die auf. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Okay, also. Die Jabor-Quest geht noch weiter, da passiert noch was. Außer die Bedingung ist schon vorbei für die Quest. Okay. Der Plus-2-Talisman ist schlechter als der Großschild-Talisman, den du hast. Sind verschiedene Talismane, du hast den stärksten jetzt. Ah, okay. Ein Pot und ein Jar ist ja nicht das gleiche, kannst du also mitnehmen. Ah, okay, dann bin ich beruhigt. So, okay, dann brauchen wir die Quest, die Suche nach der, die Hatz, nach diesem Talisman nicht mehr machen, wenn wir schon einen besseren haben. Glaube ich euch das mal. Und hier kann noch was passieren. In Jarburg.
So, Fabian Kraner hat geschrieben. Ich sage kurz, ich weiß nicht, guckst du zu, Fabian? Schreib mal, wenn du zuguckst. Ich will einfach nur wissen, ob du dich interessierst für das, was ich mache. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem kleinen... Ah, da ist ja wirklich noch ein Item bei dem kleinen Topf. Och, der ist aufgebrochen. Ich habe ihn schon losgeschickt. Ich meine, das ist deren Natur. Die wollen das, ne? Ich habe damit nichts zu tun. Das ist eine Welt, die Krieger braucht. Ein Begleitergefäß. Oh, was ist das? Was ist das Begleitergefäß? Nein. Wo ist das? Hallo? Ist das ein Talisman? Was ist das? Da! Begleitergefäß. Ein Talisman, den Gefäße ihren Freunden schenken, erhöht die Wirkung von Wurfgefäßen. Ach so. Naja, gut. Na, das ist doch schön. So, jetzt wollten wir diese andere Geschichte machen, da. Mit der Quest. Da soll noch was in Jarburg passieren. Wo ist noch gleich Jarburg? Ich muss mir die ganzen Namen nochmal wieder raufschaufeln. Und meine Erinnerung muss ich auch hart verbessern. Das ist der Baum. Okay, in die Mitte des Ortes. In die Mitte des Ortes. Na gut. Dann machen wir das doch. Ja, es ist hier Jarburg, ne? Aber das heißt eigentlich anders, oder nicht? Ich kann auch Zeit vertreiben hier machen. Das heißt doch hier offiziell Gefäßburg. Ach, Jarburg. Jar wie Gefäß. Ach. Ich hab's halt auf Deutsch. Ich war kurz verwirrt, natürlich. So. In die Mitte des Dorfes. Hier soll noch was passieren. Hallo! Oh, guck mal, die machen hier. Schau mal, Kindergarten. Oh, da ist noch ein Item. Gott, noch ein gesprungener Topf. Passiert nichts? Nee. Soll ich spoilern, was passiert? Ja, ich meine, wenn wir es eh nicht machen können, dann sag. Kannst du gerne sagen. Wenn wir das eh nicht mehr machen können, ist das okay. Finde ich. Die Halo ist schon weg, deswegen triggert das nicht mehr. Okay. Na gut. Dann haben wir hier alles gemacht, was? Können wir noch ein paar von diesen tollen Pflanzen klauen. Wir haben ja auch die Erlaubnis. Die werden wir wahrscheinlich nie im Leben benutzen. Ich habe auch noch nie irgendwas gecraftet oder so. Oh, alle Töpfe sterben. Der eine Typ von Volcano Manor sucht hier Unterschlupf und dann wird Jarburg angegriffen und alle Töpfe sterben. Ja, aber warte mal, das passiert jetzt ja nicht mehr. Das heißt, alle Töpfe überleben, weil ich das jetzt erst gemacht habe, oder was? Kann das sein, dass ich jetzt sozusagen die Töpfe gerettet habe, dadurch, dass ich die Quest erst jetzt mache? Bin ich der Retter der Töpfe? Oder? I'm the hero of the jars. Ist eigentlich schade, dass es jetzt keinen Charakter gibt, der Jar Jar Binks heißt, oder? Oder Jared Leto. Oder Jargamel. Oder Prinz Charles. So. Ich bin der erste Topfretter, ja genau. Was machen wir jetzt noch Feines? Gibt's da irgendwas? Ich glaube, ich fühle mich relativ gut präpariert.
Gibt's noch irgendwas Krasses? Ich glaube, Bosse haben wir fast, haben wir wahrscheinlich alle gemacht. Oder gibt's noch irgendwelche Bosse, die ich noch nicht kennengelernt habe? Ich fliege mal so über die Karte, falls ihr irgendwas seht, wo ihr direkt feststellt, oh, du hast ja noch nicht Juxelmax, den vierbeinigen Ocelot, gelegt. Warst du schon in Celias Geheimversteck? Das weiß ich nicht. Oh, das sind halt auch wirklich so spezielle Fragen. Wie lange ist das her? Das sind 2 Jahre, oder? Wir haben das vor 2 Jahren haben wir das gespielt. Und ich habe dann wirklich auch eine längere Pause eingelegt. Und deswegen habe ich das natürlich alles nicht mehr. Miles Sense Prothese, auch ein Talisman, der oft verwendet wird. Hast du alle Türme? Nee, also ich weiß nicht genau, was du mit Türmen meinst, aber wenn du diese hier meinst, bei 4 Glockentürme, da fehlt mir einer. Ich weiß aber nicht, wo ich noch einen Schlüssel dafür herkriege. Hast du die alle Klangperlen zum Aufwerten der neuen Items? Earth Tree Favor plus 2 solltest du schon holen, das ist das beste Talisman in-game. Ich glaube, das haben wir nicht. Ich glaube, den haben wir nicht. Oder. Opferzweige. Klangperlenjäger in Kehlet fehlt dir. Okay. Da, Gunst des Erdenbaums haben wir nur plus 1. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Dann lass uns das noch holen. Gnade, Hütte des abgeschiedenen Händlers. Da finden wir den. Und Cybertwin sagt, das Geheimversteck ist südlich von Fort Ferret. Und es fehlt noch ein Sacred Tier zum Flask aufwerten. Oh Gott, da ist so viel noch zu tun. Okay, dann fangen wir doch an. Laura, ist das hier, ist das im Norden die Gnadehütte des abgeschiedenen Händlers? Wo genau haben wir das? Mikella. Also hier irgendwo im Norden. Wie heißt das Ding? Oder hier. Guck mal, da ist ein Händler, nomadischer Händler. Vulkanhöhle, Donnersturmhöhle. Rechts unten. Ach so, ach okay, ich hätte die ganze Zeit im Norden geguckt, okay. Kellet ist hier unten, aber ich war bei Norden fixiert. So, wo haben wir denn? Hier ist ein... Da wahrscheinlich, ne? Ja, diese Hütte da oder was? Oh, Osten, ne? Ja, die Himmelsrichtung. Okay, hier fehlt mir noch eine Gnade. Da müssen wir hin. Welche ist dann am nächsten dran? Also hier ist ja das Kampfgebiet mit Radaren gewesen. Wenn wir denn jetzt einfach finden, welche in Kehlet im Norden, ja, okay. Neben dem Baum im Westen. Hier, Drachenhügel. Gabelung des Drachenhügels.
Oder neben diesem Baum. Also hier ist es irgendwo hier. Also quasi hier oder da. Vielleicht Fäulnisbalkon und dann hier so hoch. Vielleicht. Ich mach das einfach mal. Fäulnisbalkon und dann hoch zum Baum. In der Zeit, in der ihr widersprechen könnt, bin ich ja, habe ich schon wieder dreimal neu geladen. Von daher. Okay. Okay, dann machen wir mal nach Norden von hier. Sich hier runter. Oh, fuck. Ganz viel tote Töpfe. Ist das überhaupt hier? Oh, ist da noch ein Drache oder was ist das? Das ist ein Riesen-Johnny. Okay, wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite kommen, ne? Oder? Hier muss es irgendwo runtergehen, nehme ich mal an. Oh, das hat dem Pferdchen weh. Hier sind Ekelhaftigkeiten unterwegs, die sind mir jetzt egal. Ah, niederer Erdenbaum, hallo. Stinkender Avatar, okay. Okay, kein Problem. Ja, war klar, ich kann nicht so gut ausweichen hier. Au. Hey, du hast mein Pferd umgebracht. Boah. Okay. Au, weg, ich sollte wahrscheinlich jetzt hier eher weg, ne? Ja, den Eindruck hatte ich auch. Okay, aber lass mich einmal auf die Beine kommen, bitte, und dann reden wir mal unter Männern hier. Lass mich noch mal kurz. Ich hänge jetzt. Du musst mich hier rauskommen lassen. Das ist nicht Fair Play. So, jetzt. Ja, was? Du bist doch tot. Hallo? Hat der im Tod noch so einen Strahl losgelassen? Grüne Bruchkristallträne. Gesprungene Flammenschleierträne. Interessant. Da ist auch irgendwas Seltsames da hinten. Ist das überhaupt richtig? Oh, Leute, oh, ein Riesentopf. War ich hier schon? Hier komme ich gar nicht weiter, ne? Hier ist quasi Feierabend. Komme ich nicht rüber. So ein Dungeon. Okay, jetzt. Da ist der Dungeon. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Ja, aber so ein paar Sachen haben wir nicht gemacht, ne? Ah, guck mal hier. Das ist ja schön. Na. Dann machen wir doch mal kurz. Musst du aus dem Unterreich mit einem Fahrstuhl nach oben fahren, um zu dem Topf zu kommen. Ey, ey, du Schwein. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen hochnäsig gerade, weil ich das Gefühl habe, ich bin ultra mächtig. Ich muss ein bisschen aufpassen und leichte Demut wieder aktivieren. Weil ich habe halt das Gefühl, ich bin der Meister der Welt. Ich habe hier alle Bosse besiegt, gottgleiche Kontrahenten in den Staub geprügelt und jetzt soll ich mich hier mit irgendwelchen kleinen Dullis
die im Dungeon wohnen, auseinandersetzen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen strange. So, was ist jetzt hier los? Das ist doch eine Falle, ich bin doch nicht blöd. Ich erkenne doch eine Falle, wenn ich sie sehe. Wusste ich doch. Warte, was ist da oben? Was ist er denn für einer? Vielleicht ist das Ding bei mir. Ich muss aufpassen. Ah, lustig. So, jetzt habe ich auch noch irgendeine Scharlochfäule. Wie wäre ich die denn jetzt wieder los? Ich habe bestimmt auch einen herrlichen Anti-Scharlach-Trank, den ich jetzt nehmen könnte. Muss ich nur wissen, welcher dort ist. Ich habe keine Ahnung. Was essen wir denn da? Sowas? Können wir kurz mal uns überlegen, was das jetzt ist? Todespest? Ich weiß nicht, welcher das ist. Ich muss jetzt mit dieser unangenehmen Belastung relativ lange leben. Das ist aber nicht in Ordnung. Welcher war denn das? Hier geht's ja offensichtlich auch nicht weiter, ne? Hab ich nicht. Kann man doch bestimmt craften. Ich habe natürlich den Aufzug schon nach oben geschickt. Ganz bewusst war das einfach eine unglaublich kluge, Alter, Herangehensweise. Jetzt fahre ich einfach nach unten. Da sieht man den erfahrenen Elden Ring Spieler. Guck mal, da komme ich auch noch runter. Haha. So, jetzt mache ich euch, guckt euch das mal an, was ich jetzt krasses mache. Es ist unglaublich. Ja, also das. Wenn das nicht Skill ist, weiß ich auch nicht mehr. Ach, das ist ja einfach überragend gemacht gewesen. Ah, wieder Blutsuppe. Bewahrende Boli. Was? Können wir nicht auch irgendwas... Kann ich hier so was craften? Ich will was craften. Da, diese bewahrende... Was für... Kristallhöhlenmoos fehlt mir dafür. Kristallhöhlenmoos. Ich hab... Guck mal, wie viele Sachen ich immer habe. Aber jetzt fehlt mir diese eine Geschichte. So. Alles klar. Pfeile mehr. Wie wechsle ich nochmal die Pfeile? Weiß nicht mehr, wie ich die Pfeile wechsle. So, komm mal her. Ich habe jetzt nicht ewig Zeit. Boah, warte. Ich habe jetzt keinen Bock wieder auf so eine Vergiftung.
Hier bin ich gut aufgehoben. Oh, der ist riesengroß. Der war groß. Jetzt habe ich ein Grabpfeilchen. Geronimo! Okay, man hat hier auf jeden Fall hohes Verlaufungspotenzial. Wo ist wieder der... Hier ist noch was. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich angegriffen. Ja, alles klar. Das sind die Krabbenboys. Ah, davon fühle ich mich gar nicht angegriffen. Ja, ja, klettern. Boah, ist das hier ein Gekraxel. Jetzt bin ich oben. Da ist ein Altar. Hier, was ist mit dir? Glaubst du, ich check nicht, dass du mich angreifen willst? Guck mal hier, die versteckt sich hier als steinerner Gargoyle. Und in Wirklichkeit wartet er nur drauf, dass er mir den Rücken kraxeln kann. Okay. Die sind ganz schön schnell dafür, dass sie aus Stein sind. Finde ich. So, was fällt jetzt noch wieder hinten raus? Nichts. Oh, und den Wichtkopf. Was kann der? Sollen wir uns das mal schnell anschauen? Gar nicht so schlecht. Hat ganz gute Werte. Kriegt man einen Ausdauerbonus? So, das waren die beiden von eben. Da unten war ich ja schon. Da muss ich nicht nochmal hin. Die können gerne machen, was sie wollen. Interessiert mich nicht. Gib mir das. Eine schöne Knospe. Was ist hier? Warum ist hier ein Dings? Ist hier ein Invisible Wall? Voraus, habe ich mir gedacht. So, da könnten wir jetzt wieder runter und zurück. Das wäre wahrscheinlich der schnellere Weg, ne? Wenn ich jetzt hier wieder runter gehe. Weil hier ist ja alles Sackgasse gewesen. Das heißt, ich müsste komplett... War da noch eine Abzweigung? Lass mich mal kurz überlegen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da noch einen zweiten Weg gab hier. Möglicherweise ist das Quatsch, was ich jetzt mache. Vielleicht ist das eher so gedacht, dass ich da wieder runterspringe und zurückgehe. Aber hier ist ja Feierabend. Hier ist auch nicht irgendwie ein Secret. Könnte ich theoretisch überall Secret Vault sein, aber... So genau, hier rechts ging doch noch was weiter. Oder nicht? Ja. So. Aua, verstecken hier oben. Wusste ich doch, da ist noch was. Ha! Geilo. Ist das hier ein... Das ist ein Endkampf hier, ne? Ein Bosskampf. Was? Wie? Na! Mist. Gibt's heute wieder EM Watch Party mit ihr, fragt Gutzer. EM Watch Party ist auf Rocket Beans TV heute. Ich bin heute nicht dabei bei der Watch Party. Oh fuck, ich muss die Nachricht wecken. Aber Eddie ist dabei und ganz viele andere aus dem Team. Wo ist der Hebel? Da war der gerade nicht, oder? Fuck, wo ist der Hebel?
Wo ist der Hebel? Der kann überall sein. Habe ich ihn übersehen? Das ist kein Hebel. Mist. Wo ist der Hebel? Ich habe den übersehen. Ich habe auch nicht so richtig genau aufgepasst. Der kann ja überall sein. Hier geht's wieder hoch. Tja. Dann müssen wir nochmal hier hochgehen. Hier wird er irgendwo sein. Der Hebel. Hebel, Hebel. Kein Hebel. Kein Hebel. Ich finde ja diese, wirklich diese Kerzenständer, wenn die auch so leicht runtergefallen sind, die sehen alle ein bisschen hebelig aus. Ist kein Hebel. Was gibt's da nicht? Da unten? Nein. Da war ich doch schon. Kein Hebel. Mist, hier unten. Ist hier was Hebeliges? Fuck. Ich habe jetzt keine Lust, hier runterzuspringen. Habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Wo bist du, Hebelmann? Hier wieder so eine ekelhafte Vergiftung. Jetzt sind wir wieder hier. Knapp. Da! Nein, es ist der Aufzug. Nein, ich habe wieder diese Scharlachfolge. Das ist der Aufzugshebel hier. Ich meine, ich ziehe den mal. Vielleicht ist es auch nicht der Aufzugshebel, aber... das müsste der Aufzugshebel sein, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Ja. Ich bin einfach gleich schon wieder. Ich habe halt nicht dieses. Ach, ist das ärgerlich. Trink, 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 trink! Ah, ich hab doch ja, getrunken. Ach, ist ärgerlich. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Hebelmann, Hebelmann. Wann ist der Zeitpunkt? Zzzz.
Ich rede einfach gar nicht mehr. Ich tue so, als wenn das nicht passiert ist. Wo ist jetzt der vermaledeite Hebel? Hebel! Hebel, wo bist du hin? Kleiner Hebel. Ist das ein Hebel? Ist das ein Hebel? Ist das etwa ein Hebel? Ist das hier etwa ein Hebel? Fantastisch. Jawohl. Wir haben den Hebel. Jetzt muss ich aber den ganzen Weg zurückgehen. Und nochmal wieder runter. Den Fahrstuhl hier. Glaube ich. Oh, lala. Oh, nee, okay. Ich dachte, für einen kurzen Moment dachte ich, das ist auf einmal ein Abgrund. So, warte mal. Nee. Hm. Ich glaube, es war hier lang. Ich laufe jetzt. Purer Instinkt ist das einfach. Purer Instinkt Run. Ich glaube nämlich, dass das ganz gut ist, so als Mensch, wenn man auch ab und zu mal das Denken ausstellt und nach purem animalischen Instinkt läuft. Und dann kommt man ans Ziel. So. Was erwartet uns jetzt hier in dieser düsteren, stinkigen, moorigen Grotte? Ach, zwei auch noch. Okay. I mean, ja, okay, pass auf. Ja, okay. Alles klar. Ich will noch mal kurz erstmal testen, was die so können. Ja, gar nichts. Jetzt sind wir alleine. Jetzt nur noch du und ich. Okay. Asche des wahnsinnigen Kürbiskopfes. Okay. Guck mal, haben wir wieder etwas gefunden. Das ist doch gut. Aber sonst ist hier nichts mehr. Jetzt können wir nur aus dem Dungeon raus. Aber raus mit Applaus. Wir sind natürlich jetzt, und mit wir meine ich euch und ich, wir sind jetzt an einem Level angekommen, dass natürlich solche Dungeons hier, da sind wir eigentlich schon zu krass für. Aber so ist das halt. Man kann nicht alles früh machen. Irgendwann ist man halt stark. So, aber ich glaube, hier komme ich nicht da hin, weil ich wollte, eigentlich war der Plan ja, darüber zu kommen, ne? Und ist hier ein Aufzug, vielleicht, mit dem man da hochkommt? Das müsste dann ja hier sein. Oder hier? Ist das ein Aufzug hier? Wenn wir in den Wald der Jünger gehen und reiten wir hier hin, ist das ein Aufzug? Nee, ist das ein Aufzug? Hier ist ja nichts mehr. Da gucken wir jetzt hin. Gehen wir mal in die Unterwelt. Da gucken wir hin. Hier müsste der Aufzug sein. Ihr könnt es ja mal probieren. Ja, ist das einer?
Ich probiere das einfach mal. Wir gehen mal in den Wald, galoppieren geschwind zu dieser Plattform in der Hoffnung, dass es ein Aufzug ist. So, was habe ich gesagt? Nach Norden, ne? Einfach hier dieses Tal entlang. Hier waren auch so lauter verrückte Leute. Ich erinnere mich an diesen Ort. So Bogenschütze, da diese Wikinger, genau, ja, ja, ja. Die waren auch eifrig dabei. Sind wir richtig? Ja, voll richtig. Geistwikinger, die glauben, dass es hier Valhalla ist oder so, ich weiß nicht. Da hinten. Hallo Leute, ich bin wieder da. Ihr kennt mich vielleicht noch. Von damals war ich schwach. Oh, scheiße. Seht ihr, eure blöden Pfeile machen mir gar nichts. Ich bin mittlerweile so stark. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh. Den habe ich ja wohl schon mal benutzt. Ganz offensichtlich. Wo ist er denn? Scheiße. Mist. Warum? Ah, alter Schwede, ist das eine lange Fahrt. Und jetzt direkt wieder rauf. Boah, da kann ich jetzt hier mehr in Ruhe nochmal ein Buch lesen. Aber sieht schön aus, ne? Eine lange Fahrt. Chelep. So, guck mal. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay, warum sind wir nicht. Warum sind wir nicht direkt hier hingegangen? Warum sind wir nicht direkt da hingegangen? Wir sind uns doch einig, dass es Quatsch ist. Und jetzt zieht einfach quasi diese Schlucht entlang, ja? Ja, also. Das gibt's auch gar nicht. Ja, diese wunderschönen Leuchtwürmer, die natürlich auch alle ein bisschen aggro sind, aber das ist mir jetzt egal. Sollen sie auch aggro sein? Hier war ich ja offensichtlich dann auch schon mal. Oh, Hilfe! Ah, der will mich erschießen! Oh, hat er auch geschafft. Hör mal auf, Mann! So gemein einfach. Ja, ich muss ja erstmal unter seinen Fuß kommen hier. Lass mich doch mal hauen. So. Ein Stachelpalisadenschild. Und ein paar Großpfeile. So, jetzt. Im Idealfall habe ich mein edles Ross. Das muss ich jetzt aber. Ah, ne. Auf geht's! Hier trifft er mich nicht. Los! Ja, lauf, lauf! Oh Gott, aus der Entfernung ist wahrscheinlich sehr unangenehm.
Ey, trotzdem, warum machst du das denn? Hallo, hallo, können wir uns darauf einigen, dass das albern ist? Genau, in seinen Fuß reingelaufen. Da sagt er auch. Der magische Golem-Pfeil. Ja, mein liebes Pony hat das jetzt mit seinem Leben bezahlt, aber das kennt es ja bereits. So, da ist ein Riesentopf. Die Frage ist, ist das der Superlativ der Töpfigkeit? Ist das, was Alexander hätte werden können, wenn wir ihn nicht getötet hätten? Hätte das Alexander sein können? Können wir uns mal einen Schluck aus der Brille? Oh. Wir können nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Oh. Warte mal. Warum sind denn jetzt hier so viele... Das sind böse, oder? Das ist eine PvP-Area oder was haben wir hier? Oh, der Riesentopf, der kann sich gar nicht mehr bewegen, weil die Schwerkraft fesselt ihn an den Boden. Der ist zu stark, zu groß geworden. So, hier ist eine Tür. Die können wir öffnen. Das sind NPCs. Okay. Ja, dann fighte ich die gleich. Was ist denn hier noch drin? Was? Um mit anderen Spielern zu kämpfen, berührt in einem Kolosseum die Statue von Marika. Hier dürft ihr auch Geisterasche im Kampf verwenden. Okay. Kolosseum, ach so. Das ist einfach PvP dann jetzt, oder wie? Die anderen da draußen sind PvE oder was? Das sind NPCs, PvNPC. Haben wir nicht gesagt, ich kriege hier irgendwas Geiles? Warum bin ich überhaupt eigentlich hierher geritten? Ging es nicht um irgendwas Tolles, was ich noch machen wollte? So, jetzt muss ich erstmal die hier alle platt machen, oder was? Von links nach rechts liest man ja in Deutschland. So. Ah, hi. Okay. Dann den nächsten. Ritter des großen Gefäßes, kommt zu mir! Oh, der hat so eine Riesenkeule. Da sollte ich mich nicht von keulen lassen. Ja. Hallo, Freund. Ja, mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, er hat sich tapfer gewehrt. Das muss ich ihm lassen. Er hat alles versucht. Kommen wir zum nächsten. Ritter des großen Gefäßes. Oh, der sieht aus wie so ein Koch oder so. Der muss irgendwelche Spezialfähigkeiten haben, weil wer so
untergepanzert in ein Duell mit mir geht, der muss irgendwelche anderen Moves auf Lager haben. Ah, alles klar, der hat einfach ein Riesenrad. Meine Reichweite ist erbärmlich. Okay, warte, ich habe gedacht, ich habe ihn schon, aber er lebt noch. Ja, und jetzt muss ich nochmal mit dem Topf reden, oder was? Großer weiser Topf. Arsenal des großen Gefäßes. Dankeschön. Ne, ich will nicht den Blutfleck berühren, ich wollte nochmal mit ihm reden. Er sagt nichts mehr. Das waren seine letzten Worte. So, und jetzt haben wir wieder was Tolles bekommen. Erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht erheblich. Ah ja. Das ist aber eine nette Belohnung. Ist denn hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Das war's hier schon. Ein weiter Weg. Ist ein sehr gutes Item. Ja. Ja klar, wenn wir jetzt so eine richtig fette Rüstung dafür anziehen können oder so. Eines der besten Talismane. Ich wollte zum Klangperlen. Ja genau, ich wollte ja zum Klangperlenjäger, aber wo ist er denn? Hattet ihr nicht gesagt, der ist hier irgendwo? Wo befindet er sich denn, der Mann? Zum Klangperlenjäger kommst du vom westlichen Drachenhügel aus. Dann ein Stück gehen Norden und dann nach Westen reiten. Wenn du den Klangperlenjäger schaffst, verschenke ich ein Abo. Oh. Okay. Zum Klangperlenjäger kommst du vom westlichen Drachenhügel aus. Pass auf. Der westliche Drachenhügel. Jetzt muss ich kurz überlegen, was du genau damit meinst. Was ist der westliche Drachenhügel? Ist das hier so? Da ist der westliche Drachenhügel. Okay. Und dann nach Norden und dann nach Westen. Okay, nach Norden. Also hier und dann nach links da wahrscheinlich, oder was? Okay. Dann schauen wir mal. Da oben. Ah, die Riesenhunde. Oh. Die waren hart. Das sind harte Hunde. Mal kurz einen Umweg. Ach, noch mehr von diesen Getieren. Oh, noch einer. Guck mal hier. Da ist auch ein Händler und alles. Hallo, was hat er denn im Angebot? Well, der ist ja schick. It's been an age since I've seen a customer. Ja. How can I help? Vielleicht am falschen Ende der Welt geparkt. Was hat er denn hier so schönes? Drachenwundfett. Blutiger Eiterfinger. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe so viel Geld verloren. Was ist das nochmal gleich? Ah, Passage und wahrscheinlich habe ich das hier alles schon gemacht, ne? Aber es ist schon Sinn, auch wenn man das alles hat, den ganzen Quatsch einfach mal zu kaufen. Was ich habe, habe ich. Ja, das hätte ich auch vorhin mal nutzen können, aber ist egal. Ansonsten brauche ich davon nichts. Davon habe ich. Na doch, die kaufe ich.
Schotterstein. Naja. Have a safe journey. Okay. Jo, also, aber was, wo ist er denn jetzt, der Freund? Ich habe alles verloren beim Todessprung, ja, ich weiß. Am Feuer bis nachts warten, okay. Kann ich mich hier zu ihm setzen? Nö, ich muss dann wohl das hier nehmen. Ich hätte gedacht, es wäre romantischer, wenn ich bei ihm bin. Zeit vertreiben. Bis zum Nachteinbruch. Und jetzt ist hier, nachts wohnt jetzt hier einer, oder was? Eine schreckliche Gestalt, oder was? In welche Richtung? Mal reden, noch mal hinsetzen. Okay. Back over it. Unusual to this aged merchant. Have a safe journey. Was und jetzt noch mal hinsetzen? Okay, jetzt ist der weg. Okay, hi. Was ist das? Kann mich zu sich ziehen. Das ist down. Klangperle des Gravitationssteinhändlers. Nämlich. Okay. Der war doch lustig. Talisman in Südliurnia verbufft bei nachfolgenden Angriffen. Magst du noch zu Cedias Versteck? Laura Laurent hält ihr Versprechen. Vielen lieben Dank für deine Abonnements. Die nehme ich doch gerne. So. Kannst du schon alle Upgrade-Steine kaufen? Hoffe ich doch. Vergiss nicht, dass... Guck mal, Archol sagt, plus 2 Earth Tree Favor ist das beste Talisman in-game. Ja, aber ich nutze auch das plus 1 auch, ne? Da macht es ja voll Sinn. Klar. Okay, wo gibt's denn? Wo fangen wir an? Wollen wir mit dem plus 2 Earth Tree anfangen? Irgendwas Schönes nehmen.
Das ist eine Hauptstadt. Hier. Marlene haben wir schon. Kommt der nochmal, wenn man ihn nicht schafft? Ich gehe davon aus. Der Boss gerade? Gehe ich stark von aus, dass der nochmal kommt. So. Ich nehme an, das ist hier die Hauptstadt, oder? Vom Norden runter. Wir sind jetzt die Quest, Alex Siemens fragt, wir sind jetzt gerade dabei, die Earth Tree Amulett zu holen. Jetzt brauche ich natürlich noch etwas präzisere. Bei mir war er danach weg, trotz erneuter Anreise. Achso, das kann sein. Chat sagte gerade, dass der nur nachts da ist. Eventuell bist du dann am Tag wieder da gewesen. Du musst von der ersten Gnade beim Schneegebiet starten und dann zurück in die Hauptstadt gehen. Hier? Okay, und dann Richtung Westen, also hier diese Richtung. Jetzt kommen wir hier rauf. So. Jetzt muss ich halt wieder, wie immer, ein bisschen nervig. Genau. Hallo. Oh, fuck. Weiß ich gar nicht. Muss ich da jetzt rauffahren? Das war, glaube ich, dumm, dass ich das jetzt gemacht habe. Ja. Warte, komm zurück. Komm zurück. Nein. Komm zurück. Das war einmal so ein Sicherheitslauf. Ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt noch richtig funktioniert. Nachher wackelt der und bricht zusammen oder so, das wäre ja blöd. Ein kleiner Testlauf einmal, ja, ist auch gut geölt. Man hört gar keinen Scharben oder so, alles ist gut gewartet. Okay, so, jetzt sind wir in der Hauptstadt. Jetzt muss ich natürlich wissen, was wir jetzt hier noch machen müssen, um dieses schöne Item zu erhalten. Bräuchte ich präzise Anweisung. Zur Sandwüste. Aber warum muss ich denn zu Fuß gehen? Warum ist es notwendig, dass ich zu Fuß gehe? Der Gang entlang und durch die Tür. Okay. Darf ich mein Pferdchen rufen? Nein. Nee. Ich darf mein Pferdchen nicht benutzen. Na gut, dann müssen wir erstmal den. So, hoffentlich kein goldener Reiter, oder? Hallo! Entschuldigen Sie. Ich bin auf der Durchreise. Ich hätte, ehrlich gesagt, sie gar nicht angegriffen. Kommt man anders nicht hin, okay. So, Gange lang durch die Tür. Ach du Scheiße. Wir sind auch wieder auf Ärger aus. Okay.
Ah, noch einer. Hi, der versucht sich zu verstecken und ich kann es ihm nicht übel nehmen. Morg ist down, na klar. Guck mal hier. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass ich hier schon mal war. Wenn der Fahrstuhl unten ist. Komm, komm. Ich hab's einfach nochmal gemacht. Der ist so schön aus Holz, ne? Der ist ein bisschen edler, dieser Aufzug. Auch schwieriger zu pflegen, sicherlich. Wenn die Leute mit ihren Eisenstiefeln hier immer drauf rumlaufen, kann ich mir vorstellen, dass der Boden relativ schnell abgenutzt ist. Irgendwer muss den regelmäßig pflegen. So. Okay. Ich warte auf präzise Anweisung. Rechts runter, alles klar. Darf ich mein Pferd besatteln? Nö. Hier ist irgendwie irgendwas los. Ach du Scheiße. Muss ich den Freund da besiegen? Oder was? Gibt er mir das? Hinten auf einem Stein. Okay. Vermutlich muss ich mich erstmal mit dieser Kröte hier auseinandersetzen, oder? Ich meine, wenn sie schon mal da ist. Okay, der kann was ab. Okay. Oh, da hat noch so ein Doppelschwanz. Okay, sein Trippelschwanz. Und sein... Ahahaha. Warte mal, das ist ja... Jetzt check ich das. Das ist ja mehrfach Mensch jetzt gerade auf einmal geworden. Okay, scheiße. Ich wusste nicht, dass der sich aufsplittet wie so ein Frechdachs. Okay, ich brauche jetzt einen kleinen Moment. Warte mal, der leuchtet. Das ist der Chef. Okay. Raus, bitte. Ich muss raus. Ach, die grüne Neune. Shit. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem. Ach, scheiße. So. Der quält sich noch ein bisschen und ist jetzt weg, alles klar. So, jetzt ist nur noch einer oder was? Oder? Reicht's denn jetzt auch mal für den Widerstand, bitte? Ja, bap. Das jetzt sein? Okay. Was hängst du jetzt da oben rum? Na gut. Ich dachte jetzt nicht, dass ich da jetzt noch so mich behaupten muss hier. Ich dachte, ich hole mir jetzt einfach diesen leckeren, aber nein. So, was? Wo ist das Ding denn jetzt?
dir gesagt, der liegt hier rum. Ganz hinten auf einem Stein. Achso, ich war wieder in die falsche Richtung unterwegs. Was ist das? Blut. Da, diese. Ja, ich habe natürlich jetzt leicht die Orientierung verloren. Da oben sehe ich doch was leuchten. Guck. Ach du Scheiße. Da war noch was? Nee, das war aber nicht jetzt abgemacht. Ja, Hammer. Ist ein bisschen besser. So. Gibt's noch irgendeine Belohnung, wenn ich den Mobster auch noch in irgendeiner Form... Nee? Gibt's nicht? Dann kann ich ihn auch in Ruhe lassen. Okay, da müssen wir das nicht machen. Gut, dann haben wir das auch. Haben wir das auch? Seht ihr das? So. Also, was machen wir noch? Was haben wir noch? Wir haben eigentlich viel, viele tolle Sachen haben wir. Da komme ich tatsächlich hier von da hin. Obwohl, hätte ich nicht auch von hier oder so? Oder von da? Ja. Aber wir haben, glaube ich, schon echt eine Menge coole Sachen gemacht. Sehe ich hier noch im Chat. Bist du morgen bei Home, Turboschwane? Nee, ich bin morgen nicht bei Home. Wir machen morgen EM-Studio. Die Seitengruft von Auriza machen im Osten außerhalb der Hauptstadt. Viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Plus 12 zu finden wird ewig dauern. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Es ist ja auch bald das Deutschlandspiel. Darauf muss ich mich ein bisschen emotional vorbereiten. Das war eine richtig coole Session. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, mit jedem Meter in der Welt komme ich wieder tiefer rein. Und das war absolut notwendig, weil das DLC oder der DLC kommt jetzt ja in Kürze. Und jetzt haben wir echt noch ein paar coole Sachen gefunden. Ich werde mal schauen, wann ich es schaffe. Ich werde natürlich so früh wie möglich anfangen zu streamen und gebe euch dann Bescheid, sobald ich kann. Wir haben noch keine Keys, die kommen erst in der Nacht. Genau. Ach, guck mal, da ist der Fabi Krani, ist ja da. Genau, weil wir haben noch keine Keys bekommen. Die kommen nämlich erst wirklich nach Embargo-Ende. Weil es immer wieder Leute gibt, die sich nicht dran halten und dementsprechend kommen die leider erst später. Das heißt, da muss der Download erstmal angestellt werden und so. Und dann mache ich so früh ich kann. Das läuft ja nicht weg, das ist eh ein Langzeitprojekt. Natürlich ist das, seien wir ehrlich, zu Beginn wollen natürlich alle Streamenden die Ersten sein. Nicht nur aus der Lust auf das Add-on raus, sondern natürlich auch, weil man natürlich euch abgreifen will. Ist da immer doch ehrlich. Deswegen hauen natürlich alle direkt in die Tasten. Aber, es ist eh ein Langzeitprojekt und ich mache so früh ich kann und es, genau, wir finden coole Slots zum Stream. Ist halt auch noch Europameisterschaft, aber wir machen das. Genau, deswegen werde ich für den Moment mal Feier machen. Wie gesagt, es war echt eine schöne Session, hat großen Spaß gemacht, habe einiges aufgeholt, was wir noch nicht hatten. Wenn euch jetzt noch irgendwas aufgefallen ist, auch gerne in den YouTube-Comments oder so, könnt ihr gerne schreiben. Ich habe ja das Hauptspiel relativ spoilerfrei und alleine gespielt, habe mir hier und da vielleicht vom Chat mal kleinere Hinweise, aber ansonsten habe ich es eigentlich fast blind gespielt und das waren jetzt nochmal so Reste auflesen, bevor es dann zum DLC geht.
weil das sind alles Sachen, die ich sonst sowieso niemals finden würde und dann ist das auch okay. Und das DLC selber würde ich dann auch wieder relativ blind spielen. Da könnt ihr zum großen Teil gar nicht viel helfen, weil ihr das selber ja noch gar nicht gespielt habt, nehme ich mal an. Und dann sind wir ganz gut vorbereitet. Ist doch nett. So, ich freue mich da sehr drauf. Das wird super werden. Für den Moment vielen Dank fürs Zusehen. Das war Elden Ring. Preparation for the DLC. Tschüss und auf Wiedersehen.